Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, so früh am Morgen. Stereo Trader Spezial, Live Trading mit Dirk Helger und Gast Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich, dass Sie ja so früh hier so zahlreich erschienen sind. Wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Webinar, denn ja, wir haben heute wieder den Stereo Trader als Thema und da darf natürlich einer nicht fehlen. Und das ist der Entwickler und Trader Dirk Helger. Der wird sich gleich noch ein paar Worte über sich verlieren. Und dann haben wir auch heute einen Gast, Premiere hier bei uns bei FXLet, den Thorsten Helbig. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und bevor wir das Ganze jetzt starten und weil wir wahrscheinlich auch einen Live-Trade hier an der Stelle machen werden, obligatorisch einmal den Risikohinweis bitte zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar ist zu Schulungszwecken gedacht und nicht als Empfehlung zu verstehen. Auch wichtig für die Aufzeichnung, wenn Sie hier gerade jetzt die Aufzeichnung sehen, dann bitte kurz pausieren und den Risikohinweis kurz durchlesen. Und ja, dann Dirk, guten Morgen nochmal an der Stelle. Und wenn du soweit bist, dann würde ich den Bildschirm übertragen. Ich sollte ja nicht so viel erzählen über euch, das wolltest du übernehmen. Deswegen gerne an der Stelle. Viel Spaß, gutes Gelingen. Wenn irgendwas ist, ich bin natürlich da im Hintergrund. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite hier aus dem dunklen Köln. Um diese Uhrzeit ist man wirklich nicht gewohnt. Es ist furchtbar früh. Und ja, es ist auf jeden Fall eine bisschen außergewöhnliche Uhrzeit auch. Also zumindest mal für mich jetzt, was Webinare angeht. Der Gast oder mein Gast, den der Nelson hier schon angekündigt hat, Thorsten Helbig, der ist das ja gewohnt. Der ist morgens um 6 Uhr, springt der immer schon rum und handelt auch eben vermehrt den Euro. Das ist so sein Spezialgebiet, hat auch seine eigenen Strategien dazu und vielleicht auch noch irgendwie ein, zwei Worte. Der Thorsten, für diejenigen, die das nicht wissen, der Thorsten war halt einer der ersten oder wenn nicht überhaupt so der erste, der sich auf den Stereo-Trader halt sehr, sehr früh eingeschossen hat und auch sozusagen da Mann der ersten Stunde ist. Und das ist jetzt ungefähr 1,5, anderthalb Jahre her. Ich glaube, es ist ungefähr das gleiche, 1,5 oder 1,5. Und von daher bin ich natürlich dem Thorsten da auch immer sehr dankbar oder nach wie vor sehr dankbar, dass er hat damals gesagt, also ich nehme den Stereo Trader, mach nichts anderes mehr, ich finde das super und das Ding macht genau das, was ich will. Das passt zu meiner Strategie und das ist genau mein Werkzeug. Ja, und so ist das Ganze so ein bisschen entstanden, mit der Zeit, wie ihr auch wisst, gewachsen. Und gab ja schon das öfter mal das ein oder andere Webinar halt eben auch mit dem Thorsten, wo ich dann zu Gast war. Und diesmal machen wir es halt umgekehrt. Habe ich gesagt, gut, jetzt lade ich dich halt eben auch mal ein. Und von daher freut es mich natürlich sehr, dass der Thorsten heute hier mit dabei ist. Wir werden es auch so machen. Die Uhrzeit ist natürlich jetzt erstmal ganz klar prädestiniert, hauptsächlich wirklich für den Forex-Handel, weil im DAX passiert jetzt erstmal noch nicht so viel. Also man weiß es nicht, klar haben wir um 8 Uhr die Future-Eröffnung, aber halt im Forex-Markt passiert in dieser Zeit dann meistens doch schon ein bisschen mehr. Und würde es dann auch jetzt so machen, ich würde jetzt gleich auch an den Thorsten übergeben. Der hat sich auch, soweit ich das weiß, sehr ganz lustig aufgebaut. Auch visuell kommt er jetzt hier gleich mit seiner Leinwand daher. Ich hoffe mal, dass das so der Fall sein wird. Und der darf euch dann gleich ein bisschen bespaßen und auch was zum Euro erzählen. Wenn sich mit dem DAX irgendwie zwischendurch was ergibt, ich habe ja auch gestern, hier sind die zwei Bilder aus der Analyse, die ich heute Morgen in der Gruppe gepostet habe, auf die werde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Und zum Euro habe ich nicht so viel gesagt, das würde ich auch dem Thorsten überlassen, aber sobald sich hier was gibt, grätsche ich dann natürlich rein. Und also das heißt, sobald es hier was zu handeln gibt, weil wir wollen halt wirklich versuchen, hier halt auch live den einen oder anderen Trade halt unterzukriegen. An der Stelle kurze Rede, langer Sinn. Hallo Thorsten. Ja, moin. Ich bin ja eigentlich sehr erstaunt, dass du mich überhaupt noch einlädst.
Aber Mut zur Lücke, ne? Ja, es soll ja, ich meine, ich muss mich ja nicht der Mehrheit anschließen. Es muss ja noch einige geben, die auch mit dir noch was zu tun haben wollen. Von daher bist du hier herzlich willkommen. Okay. Ich habe hier gerade mal nebenbei in die Teilnehmerliste geguckt. Ich wandere jetzt und muss ein bisschen hin und her wandern, weil auf dem einen Laptop muss ich mit Brille gucken. Also, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Thorsten Helbig. Ich bin, auch wenn man es nicht sieht, so Mitte 50, seit 10 Jahren hauptberuflicher Händler am Markt, habe eine ganze Menge an Strategien und so weiter probiert und eine Menge Geld verbrannt. Meine Vita findet ihr in unserem YouTube-Kanal auf YouTube. Einfach mal schauen nach Forex Pro minus Systeme. Dort findet ihr inzwischen über 750 Videos. Wenn ich richtig gezählt habe, dürfte gerade das hier heute, das habe ich extra auf dir zugelegt, dürfte das heute hier Webinar Nummer 1150 von mir sein. Thorsten, Wer, ganz kurz. ja? Soll ich, Dirk, soll ich den Bildschirm übertragen Ja, oder? du darfst den Bildschirm gerne übertragen, natürlich. Ich habe auch gerade geguckt, ob, ja, ich sehe den gar nicht, irgendwas fehlt doch da. Okay, ich weiß jetzt nicht, welcher jetzt tatsächlich, weil Thorsten zweimal drin ist. Ich mache mal jetzt einfach. Ist das der richtige Thorsten? Falsche. Der falsche, alles klar. Dann nehmen wir den anderen. Nee, das, sorry, mein Fehler. Das ist der falsche jetzt, glaube ich. Okay. Nee, das ist der falsche. Den anderen, bitte. Alles klar. Den. So. Gut. Den nehmen wir. So. Ich weiß zwar nicht, was ihr seht, aber doch, ich sehe da, was ihr seht. Auf dem Schirm sehe ich das, was ihr seht. Okay, alles klar. Ich sehe einen riesengroßen Tannenbaum. Riesengroßen Tannenbaum, genau. Frohe Weihnachten, ne? Also, jetzt habt ihr auch einen kleinen Einblick in mein Büro. Ich werde versuchen, hier interaktiv zu arbeiten. Wir haben hier an der Wand eine interaktive Leinwand, ein interaktives Whiteboard, mit dem ich sehr gerne arbeite, wenn wir so das ein oder andere erklären oder beziehungsweise wenn wir unsere Setups erklären. Wir hätten, der eine oder andere hat sich ja beschwert, es ist zu früh, es ist noch dunkel. Ich muss jetzt mal fairerweise darauf eingehen, es ist eigentlich schon zu spät. Es ist ja noch nicht so viel passiert, aber ich werde gleich mal auf unsere Setups eingehen, die wir morgens handeln. Ihr werdet mich nicht die ganze Zeit im Bild haben, sondern ihr werdet mich wahrscheinlich auch ab und zu am Verschwinden sehen, weil dann mein Rechner steht da drüben und dann werde ich mich zwischendurch am Schreibtisch setzen, mit der Maus arbeiten. Das geht etwas genauer. Ich habe hier so einen komischen Stift und mit diesem Stift komme ich hier manchmal nicht so ganz zurecht. Ich probiere es immer wieder, aber manchmal bringt er mir Dinge auch durcheinander. Ich werde dann zwischendurch Screenshots machen, werde auf diese Screenshots malen, wer die haben möchte, hinterher kann die eventuell sogar zugeschickt kriegen, wenn ich nicht wieder zu blöd bin, die Dinge abzuspeichern. Mit diesen Sachen arbeiten wir sehr gerne. Ich arbeite sehr, sehr viel visuell, wie man auch an meinem Chartbild sieht. Mein Chartbild sieht etwas anders aus als das von Dirk. Etwas bunter, weil ich viel diese visuelle Erfassung oder viel mit dem Auge arbeite und wenig mit Werkzeugen. Wer unsere Strategien beziehungsweise unsere Handelsweise ein bisschen kennt, der weiß, dass ich immer versuche, mit den einfachsten Mitteln klarzukommen und nicht mit komplizierten Flächenberechnungen, MACD, CSI, Williams und irgendeine Drehstabumkehrformation, sondern wir arbeiten mit ganz einfachen Mitteln und diese einfachen Mittel bringen uns seit Jahren, inzwischen seit knapp 10 Jahren aktiv im Markt unsere Setups. Ich habe, weil ich mir einen neuen Kaffee holen musste, ich weiß, warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen, weil sie keine Ausrede mehr wusste. Wir fahren, wie ihr seht, sehen wir hier ein paar Linien drinne. Also ich soll vielleicht mit der Maus arbeiten, das ist vielleicht ein bisschen effektiver. Wir sehen hier ein paar Linien drinne. Wir haben eine dicke Linie da, wir haben eine dicke Linie da und dicke Linien, ne? Und eine etwas dünnere da und hier ist die nächste dünnere. Mein Setup für heute früh ist, und dazu mache ich jetzt einfach mal einen Screenshot, weil den Entry habe ich verpasst. Der Entry wäre eindeutig hier unter dieser
Kerze gewesen. Und dazu erkläre ich ganz kurz, wie wir das machen. Die Kombination, die sich für heute früh für mich ergibt, mein Ziel ist es immer morgens um 9, wenn Dirk wach wird oder sich die erste saure Milch in Kaffee gekippt hat, weil er noch nicht richtig gucken konnte. Deswegen Spaß. Wahrscheinlich ist das der Grund. Du machst deswegen was? Deswegen trinke ich Kaffee wahrscheinlich immer schwarz, weil es mir wahrscheinlich einmal passiert und ich habe es verdrängt. Ja, auch eine Idee. Um diesen Zeitpunkt, wenn andere in den Markt gehen, wenn die sich breit machen da und anfangen zu handeln, will ich in der Regel mit durch sein. Mein Tagesziel bewegt sich zwischen 12 und 15 Punkten. Wir handeln mit einem sehr kleinen Risiko. In der Regel mit 8 Punkten ist mein Initialstopp, maximaler Stopp 13 Punkte. Take Profit, wie man hier oben sehen kann. Deswegen ist die Grundeinstellung 10 Punkte, Stop Loss 20 Punkte, Take Profit. Ich versuche immer einen Stop sogar unter 6 Punkten hinzukriegen. Und ich arbeite, da ich das nur 7 Jahre nichts anderes mache, oder das 8. Jahr ist nichts anderes mache, arbeite ich in der Regel ohne Take Profit. Der ist initial drin am Anfang, wenn die Position eröffnet wird, damit sie schnell geholt wird. Heute Morgen klassisches Setup und ich erkläre nachher mal, was wir gestern gemacht haben, weil die eine Position von gestern läuft noch. Die gucken wir uns aber gleich an, warum, wieso, weswegen wir was gemacht haben. Mein Ziel ist es, auch den Leuten zu vermitteln, wie man mit einfachsten Mitteln, ohne komplizierten, teuren Kram, seine 12, 13 Punkte rausholen kann. Mein Job ist es nicht, irgendjemandem zu zeigen, dass wir hier die Klügsten sind oder dass wir hier klug wären. Mein Job ist es hier, Geld zu verdienen. Punkt. Nichts anderes. Wenn ich mir das Chartbild hier so angucke und ich bin um diesen Zeitpunkt ungefähr hier ins Büro gekommen, wenn ich mir dieses Chartbild so angucke, sehe ich hier meine Zielbereiche. Wir haben es sehr oft, dass Zielbereich 1, wenn der gebrochen wird, was hier nachher auch passiert ist, wenn dieses Ziel gebrochen wird, wird Ziel 2 geholt, dann Ziel 3 und danach geht es in der Regel dann hier unten, suchen wir uns einen Wendepunkt und dann sollte es weiter in Hauptrichtung gehen. Wie kommt man da drauf? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir haben die erste Bewegung weg, nämlich genau die. Und wenn wir diese Bewegung duplizieren, diese Bewegung kommt von, kann ich jetzt nicht ganz lesen, 40, 42, 44, 46, ach, da steht's ja, von der 42, von der 44, also von der 46 ungefähr, geht von der 46 bis zur 34. Also haben wir hier 12 Punkte. Wenn wir diese 12 Punkte von der 39 abziehen, sollten wir an der 27 landen. Das heißt, wir haben hier die erste Bewegung, die hier runtergeht. Und diese Bewegung, wenn wir die duplizieren, von der 39 kommend, sollte sie bis da runtergehen. Hier sollten wir umkehren. Bewegung A gleich Bewegung C, ganz einfache Geschichte. Und wir haben hier diese Korrektur und diese Korrektur sollte hier nachher zurücklaufen. Genau das gleiche, Bewegung B gleich Bewegung D. Und dann sollten wir auf jeden Fall bis dahin zurücklaufen. Und da ist mein heutiger Entscheidungspunkt. Da unten kommt die Entscheidung. Dieses Setup hier hätte ich schon handeln müssen. Wir sind sogar schon da unten. Die Setup hätte ich handeln müssen. Warum hätte ich es handeln müssen? Weil wir immer aus der Korrektur handeln und uns aus der Korrektur heraus den einfachsten oder den günstigsten Zeitpunkt suchen. Dieser günstigste Zeitpunkt heißt, wir haben diese Bewegung weg und wir haben hier die Korrektur. In dieser Korrektur haben wir wieder Bewegung, Korrektur, wir haben hier ein höheres Tief. Und wir haben hier ein ganz, ganz schwach höheres Hoch. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Mit diesem Hoch ist dieses Tief hier gültig. Dieses Tief ist gültig. Da. So, das heißt, wir warten den Bruch von diesem Tief ab. Wenn der Bruch durch ist, dann warten wir auf die Korrektur. Das haben wir hier gemacht. Hier sind wir durchrasiert. Das Tief soll gebrochen sein und zwar mit Musik. Wenn hier Fragen auftauchen, bitte noch, kann noch nicht antworten, ich lese mir die Fragen nachher durch und gehe da nachher drauf ein. Und danach haben wir genau diesen Bruch und dann diese Umkehr und hier in diesem Bereich sollten wir uns einen Entry suchen. So sagt das Regelwerk.
Ich für meinen Teil, ich bin aber kein Maßstab, wir haben ein bisschen mehr Erfahrung, würde mir den Entry sogar hier suchen. Entry wäre in diesem Fall 35, ungefähr die 36. Die 36 habe ich eben, wie gesagt, ich habe sie nicht zu packen gekriegt. Ich wurde schlecht mit Kaffee versorgt, ne? Mahnung in die Richtung Küche. Das heißt, hier wäre, hier in diesem Bereich wäre der Einstieg, entweder hier in der an der 34, 35 beziehungsweise an der 36, Stop über die 39. 34 rein, 39 Stop, gerundet. Also nagelt mich jetzt bitte nicht auf einen halben Punkt fest. 34 oder 36 rein, Stop auf die 39, 3 beziehungsweise 5 Punkte Stop. Ziel ist hier unten die 27, die 27 oder die 28. Von der 36 kommen zur 28 hätten wir schon mal die ersten 8 Punkte realisiert. Hier unten, wenn wir hier unten ankommen, wenn die Kombination mit einem Zielbereich und mit Bewegung A gleich Bewegung C zusammenpasst, würde ich diese Position hier unten mit 8 Punkten glatt stellen. Grund oder mit dem Stereo-Trader im Nacken, da haben wir es sogar. Jetzt live. Das andere war ein Screenshot, wo ich drin rumgemalt habe. Zieleinlauf auf den Punkt hier. An dieser Nummer glatt stellen und die Position sogar mit einem kleinen bisschen Luft, 2, 3 Punkte da unten drunter, wenn er hier so einen Zielbereich anläuft. Bewegung A gleich Bewegung C. Hier unten die Position raus. Drehen das ganze Ding. Den Stop ganz knapp. Wir sind bei 27,8, also den Stop auf die 26. Das Ding retour. Pure Mathematik. Wie viele Punkte? Ich arbeite immer gerne mit den Leuten. Wie viele Punkte hätten wir jetzt gehabt bei der Short-Position? Na? Wollte nur mal gucken, ob ihr zuhört. Immerhin. So. Meine alte Crew, von meiner Crew sind heute eine Menge Leute hier, wie ich vorhin an den Anmeldungen sehen konnte. Genau, diese Nummer hier. Einmal diesen ersten Ablauf hier hätten wir verpasst. Wenn man nach Regelwerk, nach Lehrbuch handelt, bei uns gibt es noch ein richtiges Handbuch zu unserer Strategie mit allem drum und dran, weil das Regelwerk drin beschrieben ist. Kriegt man auch per Post Buch, das ist sowas, wo man drinnen blättern kann, nicht nur wegwischen nach links und rechts, sondern wo man drinnen rumblättert. Bewegung A gleich Bewegung C. Hier unten diese Position drehen, Rücklauf. Der Rücklauf sollte auf jeden Fall von der 27 wieder zurückgehen an die 34. Hier an die 34,9 bis an die 35 von der 27, 28 hier kommend. Diese Nummer hier, diese blaue Kerze sollte uns zum Umkehren überreden, dass wir hier sagen, okay, wir gehen hier long. Jetzt ein kleines nachlaufendes Tief müssen wir jetzt einrechnen, dass er nochmal ein Spike macht. Hier unten an diese Nummer, vielleicht sogar ganz kurz durch. Und dann den Weg nach oben wieder antritt. Alles kann, nichts muss. Die ersten 8 Punkte hätte man hier realisiert. Hier unten, ja, hätte Fahrradkette, ich weiß. Aber wir können ja mal tauschen, wir können ja mal die Plätze tauschen. Ihr könnt mir hier, kommt und ich setze mich zu Hause an den Schreibtisch, im Schlafanzug, im Kopfkissen, im Gesicht und eventuell schon erst ein Bacardi Cola auf dem Tisch. Ne? Diese Nummer drehen, retour, den Rücklauf von der 28 hier zurück an die 35, 28 bis 35 sind wie viele Punkte? Ich weiß, der eine oder andere holt sich jetzt einen Taschenrechner raus. Genau, das sind 7. Erste Nummer 8 Punkte, 8 Punkte runter. Die Nummer nach oben plus 7 sind wie viel? Kramt der nächste einen Taschenrechner raus? 15. Was ist mein Tagesziel? Gucke, hier kommen sie. Ich sehe schon, wer bei uns schon ab und zu mal dabei war. Ja, ich meine Pips, mein lieber Ulrich. 12 bis 15 Punkte. Gucke hier, meine ganze Truppe hier. Wir wollen zeigen, dass sie rechnen gelernt haben, gestern bei Anneliese. Also, diese Nummer zurück, 12 bis 15 Punkte. Von hier unten kommen wieder retour. Tagesziel drin. Die Uhr ist jetzt 8.05 Uhr. Das heißt, spätestens wenn er hier hochläuft, was er sehr gerne macht, vielleicht macht er es jetzt auch erst, wenn er erst den Spike nach unten macht, ganz kurz, und dann wieder hochläuft, hier oben bestätigt. Hier oben gehört mein Stop für die Long-Position, wenn er diesen Zielbereich hier anläuft, gehört mein Stop
Break-Even. Spätestens nach dem Bruch von dem Zielbereich hier gehört mein Stop Break-Even. Das ist gegen das Regelwerk Euro Pro, ist aber für mein Regelwerk Zielbereiche. Das ist unser ganzes Bild. Mehr machen wir nicht, mehr handeln wir nicht. Wir beschäftigen uns mit den ganz einfachen Sachen, die meisten Leute nicht verstehen oder die heute kaum noch einer kann. Es heißt ja immer, dass die meisten Händler sich verzetteln, beziehungsweise dass 80% oder 90% der Händler Geld im Markt verlieren. Warum verlieren sie das? Weil sie den Blick für das Einfache, für die einfachen Sachen verlieren, weil man da überhaupt nicht mehr drauf achtet. Man achtet nicht auf diese einfachsten Sachen, die Börse ausmachen, eben Bewegung A gleich Bewegung C oder mal ein Fibo drauflegen, wie weit darf er korrigieren, von wo kommt er, wo darf er hin. Mein Ziel ist es immer rauszupulen, was machen die anderen Händler, wo tun sie das, wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung und wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen. Das ist eine Möglichkeit zu einer Zeit, wenn die anderen Leute ich nehme da jetzt Nelson und nehme den Dirk da gar nicht aus, die sonst in der Regel um diese Zeit noch im Bett liegen. Dirk, ja. Jetzt sind sie schon mal wach, jetzt müssen sie auch was tun, ne? Ja. Sag da gleich noch was dazu, mach du erst mal. Also das ist mein ganzes Ziel, was ich morgens verfolge, wenn ich diese Nummer handle. So, und das ist eine Position, auf die möchte ich ganz bewusst nochmal eingehen. Die Handelsgröße spielt hier überhaupt keine Rolle, auch wenn der eine oder andere da immer die erste Frage immer stellt, ja, was ist das, was ist da drin, wo draus ist die Wolke, woher kommen die Zielbereiche, ich werde es nicht verraten. So, es geht euch nämlich von den Scheißdreck an. Aber was ich euch verraten kann, ist, was handelt man? Wir haben gestern Nachmittag diese Position, die man hier jetzt noch laufen sieht, ist noch eine von zwei. Wir haben gestern Nachmittag im Webinar die zweite eröffnet. Ich glaube, Nelson hat mir vorhin gerade verraten, dass er das Webinar gestern Nachmittag gesehen hat. Ich habe die Aufzeichnung auf YouTube habe ich öffentlich gestellt. Da könnt ihr sehen, wie wir arbeiten und vor allen Dingen, und deswegen bin ich heute auch sehr gerne hier, vor allen Dingen, wie wir mit dem Stereo-Trader arbeiten, weil der Stereo-Trader hat uns gestern zweimal bei beiden Positionen hat er uns gestern Nachmittag die Möglichkeit gegeben, mit der Limit Pullback zu arbeiten, um mit der Limit Pullback das Maximum rauszuholen. Da guckt euch den Lauf an, den behalten wir jetzt im Auge. Ich habe es nie, doch, ich habe es nötig. Fragt jetzt aber bitte nicht was. Ich habe meine Position laufen, deswegen war es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass ich die andere verpasst habe. Ich will diese Nummer, wie sowas funktioniert, was ich jetzt gerade erklärt habe, in der Zeit, wo ich eben in diesem Screenshot die Geschichte erläutert habe hier, habe ich den Chart nicht im Auge gehabt, muss ich fairerweise sagen. Ich habe ihn nicht gesehen. Das sind die Setups, die morgens in der Regel sauber durchlaufen. Einmal diese Short-Position, 8 Punkte mitnehmen, die Nummer hier nach oben in den Zielbereich hier anläuft, Stop, Break Even und den lieben Gott einen lieben Mann sein lassen. Warum? Wir sind übergeordnet, sind wir long-orientiert. Ist, glaube ich, unstrittig. Ich muss mal gucken, ob das mit dem Stift hier funktioniert. Wir nehmen hier die letzte Bewegung, die wir gestern hatten. Selbst das geht hier. Da. Und hier sehen wir genau, dass unser Zielbereich hier mit dem 50er FIBO zusammenpasst. Ganz knapp darüber hat der Junge jetzt gedreht. Und genau deswegen liegt mein Stop auch da. Wir haben den Einstieg aus der Position gestern von 1,1794. Ich zeige euch auch gleich, wie der entstanden ist. Bei 1,1794 war der Entry gestern. Wer das Webinar von gestern Nachmittag schaut, wir haben gestern Nachmittag, als er diese Nummer hier zurückgemacht hat, angesagt, dass wir hochlaufen werden an die 44, 45 ungefähr. Das war 1,1844, 1,1845 war unser Ziel. Was wir gestern Abend nachher im nächsten Webinar zur Analyse gemacht haben, auch sauber geholt haben. Mein Stop liegt hier. Erstens, weil wir von der 94 kommen, von der 94 bis zur 25, das sind 30 Punkte. Das ist sauber, sind das
ungefähr 2,5 Tagesziele. Wir haben nächste Woche 2 Feiertage, ich muss vorarbeiten. Deswegen liegt mein Stop jetzt hier. Mir ist das völlig Banane. Im schlechtesten Fall fliege ich jetzt mit ungefähr 30 Punkten aus dem Markt. Wir haben uns diese Position geholt und warum der Stereo-Trader? Wir haben, genauso wie ich hier gerade erklärt habe, dass wir hier oben unseren Zielbereich haben. Wenn ich mir jetzt hier eine Short-Order holen sollte, wenn ich das jetzt will, würde ich hier oben jetzt eine Short-Limit-Pullback hinlegen. Genau das Gleiche haben wir gestern hier gemacht. Hier in diesem Bereich hier unten, der ist raus, hat die gleiche Nummer gemacht, ist bloß durch die Zielbereiche weiter durchmarschiert, als hier nach unten ist er hier weiter nach oben durchmarschiert. Dann der Rücklauf, dann bestätigt er gerne diesen Ausbruch oder diesen Bruch von diesem Zielbereich. Wenn ich mir hier eine Limit-Pullback hinlege mit 2-3 Punkten Rücklauf, schießt das Ding durch, kommt wieder zurück und löst sie aus. Ich mache dazu jetzt mal einen Screenshot. Dirk, was hatten wir vereinbart? Ich glaube 180 Euro die Stunde, ne, für die Werbung. Was? Was, wovon redest du gerade? Ja, genau. Hörgerät einschalten. Hast kein Kind im Ohr, ne? Das war die Bestellung. Nee, ich habe hier gerade schon einen Trade gemacht. Hast ja Klingeln gehört im Hintergrund. Aber so. Mach du mal. Ja, das war der Postbote. Ja, das war der erste Short im DAX. Gut. Wir haben... normalerweise, wenn man so einen Bruch von so einer Linie oder sowas handelt, hier mit einer Limit arbeitet, legt man diese Limit da oben drüber. So, das heißt, jeder, der da eine Limit hat, wird dort ausgeführt, Brett sogar noch ein Stück höher. Wir arbeiten mit der Limit Pullback. Man sieht hier den Entry, der liegt ganz knapp unter der Linie, ist jetzt nicht die Wild, sind jetzt nicht diese Riesenpunkte, aber der hat diesen Spike hier nach unten und dann im Rücklauf hat er diese Order ausgelöst. Was haben wir dann gemacht? Dazu muss ich jetzt in den Live-Chart gehen und ein bisschen zurückspulen. Wir haben hier die erste Bewegung. Ich versuche das wieder mit einem Screenshot hinzukriegen. Wir haben hier die erste Bewegung. Das ist die Long-Bewegung und das hier ist die Short-Bewegung. Genau an diesem Zielbereich. Wir haben dann diese Long-Bewegung haben wir dupliziert und haben diese Long-Bewegung von da nach da gezogen. Das hier war das nächste Ziel. Was ich verpasst habe, ab hier sogar die Short-Bewegung mitzunehmen, weil ihr könnt das ja im Chart bitte, ihr sollt ja interaktiv sein, ihr sollt ja ein bisschen mitarbeiten, ne? Nicht hier faul einfach bloß zugucken, was der Papa macht hier, sondern bei uns wird ein bisschen was getan. Erste Bewegung, zweite Bewegung. Wenn man diese Bewegung zusammenzieht, sind wir fast auf den Tick genau identisch. Wenn man diese Korrektur nimmt, diesen Rücklauf, diese Korrektur und hier drauflegen, sind wir hier fast auf den Tick genau identisch. Nerven behalten, Stop unten drunter, 1-2 Punkte Luft lassen, eventuell mit einem nachlaufenden Tief rechnen und dann kommt Bewegung 3, die ihr machen sollte, von da aus angelaufen. Malt euch das in eurem Chart bitte ein mit euren Linien, da werdet ihr sehen, Bewegung 1, Bewegung 2, Bewegung 3 wäre das Ziel hier oben 1,1844, 1,1845 gewesen, die ihr dann gestern Abend in dem anderen Webinar auf den Tick oder sogar ein bisschen drüber geschossen hier, aber unsere Position, unsere Ziele ist ja genau da oben ganz sauber angelaufen. Weil die Leute schreien immer danach, ja, weiß ich, wieso handelst du das jetzt nicht, wieso handelst du jetzt nicht live, wir wollen das doch sehen, wir sind doch zum Live-Handel hier. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das hier lasse ich, erkläre ich auch gleich warum. Diese Nummer hier habe ich verpasst. Zweitens geht sie gegen meine Hauptrichtung. Meine Hauptrichtung ist Long. Ihr seht, habt meine Long-Position noch laufen sehen. Die Position ist völlig in Ordnung. Ich muss fairerweise dazu sagen, es ist ein Konto, wo ein Tausender drauf ist. Die Position ist 130 Euro vorne. Es sind 13%. Ja, Prozent rechnen geht, ne? So. Und diese Nummer nach unten und diese Nummer nach oben. Wir schreiben jetzt 8.15 Uhr. 8.15 Uhr am Mittwoch früh. Bei den Händlern in Frankfurt oder bei Dirk wahrscheinlich in Köln irgendwie, da klingelt jetzt der Wecker. Die stehen jetzt auf und bereiten sich darauf vor. Wir machen die Bücher zu.
Wir ziehen unseren Stop hier jetzt irgendwie noch auf 2 Punkte, 3 Punkte in den Gewinn. Wenn wir von der 28 kommen, das Ding hier unten auf die 30, 10 Punkte besichert. Oder wir steigen aus und gehen auf den Weihnachtsmarkt und warten, dass die Bude aufmacht für den ersten Glühwein. Wenn Fragen dazu sind, dann tickert sie bitte jetzt rein. Das ist das, was wir erreichen wollten. Jetzt kriegen wir genau das Gegensignal. Jetzt warte ich. Dann würde ich nämlich meine Position, die andere würde ich jetzt aufstocken. Wenn er den Zielbereich jetzt bricht, jetzt hier reinläuft bis an die 39, mir dann einen Rücklauf gibt an die 34, 35, da unten würde ich sogar sehen, dass wir eine neue Position eröffnen können. Ideal wäre es sogar, wenn wir jetzt ganz kurz hier oben drüber gehen, weil dann haben wir sogar in 5 Minuten einen sauberen Trendbruch. Erst dann haben wir nach Europro, nach meinem Regelwerk, auch eine saubere Geschichte. Wir brauchen übergeordnet einen Trend. Aber das Regelwerk kriegt ihr zugeschickt, wenn ihr euch entscheiden solltet, vielleicht bei uns Kunde zu werden, in unserer Community, in unserem illustren Haufen vielleicht ein bisschen mitzumischen. Vorhin und gestern kam ein paar Mal die Frage, wieso jetzt FX Flat? Erstens mal, weil die Jungs immer so schnieke rumlaufen, die sind immer morgens so schön im Anzug, so mit Schlips und Kragen. Zweitens arbeitet Dirk da schon lange. Nein, weil es einfach, ein fairer Laden ist und in Deutschland ansässig. Wer mich kennt, weiß, dass wir auch noch mit einem anderen Haus zusammenarbeiten. Aber hier, diese Plattform ist nun mal bei FX Flat sauber eingeführt. Ich glaube, hier habt ihr einen sehr, sehr guten Support, was die Plattform betrifft. Bei Dirk ja sowieso. Wie, Ton weg? Nee, alles gut. Der Ton ist da. Okay. Und genau deswegen haben wir beschlossen, zusammenzuarbeiten. Deswegen arbeite ich jetzt auch gerne und habe mir heute Morgen mal die Zeit genommen, euch hier ein bisschen was zu zeigen. Alles andere, Kontoeröffnung und so weiter, reden wir nachher am Ende drüber, weil Dirk handelt hier schon ganz heimlich da hinten seine Position. Der zieht sich so ganz klammheimlich seine Punkte aus dem Markt hier und ich mache hier die ganze Zeit den Kasper für ihn. Und dafür bist du doch da. Eigentlich. Darüber reden wir nochmal, wer von uns beiden der Kasper ist. Ja, ich habe mir ganz gerade mal einen Kaffee geholt hier zwischendurch. Ja, also jetzt haben wir genau diese Situation, die ich haben wollte. Na komm her, hat nicht ganz funktioniert. Da. So, machen wir mal ein bisschen größer. So, diese Nummer jetzt. Upp. Gucken wir uns das mal an, was das Spiel macht. Bei uns heißt es immer nicht den ganzen Morgen vor der Kiste hocken und Fernsehen gucken, sondern bei uns heißt es im Chart arbeiten. Das ist die letzte Bewegung, die wir haben, von da oben bis da runter. Wir sind hier im 61 bis 66er Bereich. Wir sehen es, wie er jetzt hier anfängt zu bremsen. Das sind meine einfachen Hilfsmittel, die ich benutze. 61 bis 66 sollte er erholen. Warum 61 bis 66? Weil um diese Zeit spielt die 66 nicht unbedingt die Rolle. Ich arbeite aber sehr gerne damit, gerade an den Nachmittagsgeschichten, an den Nachmittagswebinaren. So, jetzt haben wir diese Situation, die wir haben wollten. Diese Kerze jetzt, guckt euch die jetzt an, die läuft jetzt die letzte Minute im 5-Minuten-Chart. Die letzten Sekunden von der 5-Minuten-Kerze sind, oder ist bei jeder Kerze so, die letzten 5 Minuten sind ausschlaggebend für die Folgekerze. Die letzten Sekunden sollte man sich angucken. Wenn wir hier drüber jetzt einen Schlusskurs kriegen, warte ich drauf, dass er bis da hochläuft und mir dann im 1-Minuten-Chart im Korrekturmodus sauber zeigt, wie er zurückläuft, meinen Zielbereich anläuft und mir im Zielbereich die Möglichkeit gibt, dort einzusteigen. Wir haben gesehen, dass kurz vorm Schluss ist er hochgeschossen, hat jetzt mit einem ganz kleinen Downgap geöffnet. So. Und hier gehen wir jetzt in den 1 Minuten. So, jetzt gucken wir uns das Spiel mal an.
Wir sehen, wie unsere wolkevolle Granate abgedreht ist. Ja, sie färbt sich jetzt blau. Der Hintergrund wird sich ebenfalls gleich blau färben. Der Hintergrund, die Filtergeschichte dahinter, die filtert übergeordnete Zeitebenen raus. Ich habe am Anfang erklärt, dass ich ein visueller Mensch bin. Ich will nicht groß gucken, was macht der Stundenchart, was macht der 15-Minuten-Chart, was macht der 4-Stunden-Chart, sondern die Hintergrundgeschichte sagt mir einfach nur, die anderen Händler, die übergeordneten Gruppen, in welche Richtung sind die orientiert. Wenn der Hintergrund ist so wie hier, das ist dann Dirk sein Hintergrund, dann ist der Markt übergeordnet, sich noch nicht ganz sicher, etwas orientierungslos. Ne, Dirk, hier sind wir short unterwegs und wenn wir hier einen blauen Hintergrund haben, wir sehen in dem Moment, wo der Markt sich hier nach oben bewegt, sieht man genau, dass die übergeordneten Chartbilder eher dafür sprechen, dass wir long unterwegs sind und hier wird er sich auch gleich wieder blau färben. Wir erkennen hier eine leichte Unsicherheit, genau hier in diesem Kerzenmuster und jetzt dürfte die Geschichte sich gleich wieder umfärben. Das Ding hier hat ungefähr eine Diagonale von 2 Meter. Das heißt, wenn ich hier im Büro sitze und da drauf gucke, muss ich mein gesamtes Chartbild muss ich mit einem Blick erfassen können. Ich muss da einmal drauf gucken. Ich habe da noch einen 55-Zoll Bildschirm hängen und hier gegenüber, wo ich drauf gucke, habe ich noch einen 50-Zoll Bildschirm hängen. Das heißt, egal wo ich im Büro bin, hier, wo ich mich bewege, kann ich jederzeit mich hier umdrehen, irgendwo auf den Bildschirm gucken und sehe immer das gleiche Chartbild. Und das muss ich mit einem Blick erfassen können. Ich muss nicht groß im Chart rumarbeiten und hier noch eine Linie ziehen und noch eine Linie und hier noch einen Indikator rein und hier noch ein Stochastik und da noch ein MACD und da noch ein Williams und da noch ein CSI und die alle miteinander abgleichen. Das ist alles, das ist meine Meinung. Ich will keinem Fachbuch oder sonst irgendwas zu nahe treten, aber das ist mir unterm Strich auf Deutsch gesagt scheißegal. Ich kann aus diesen Kerzenmustern, kann ich lesen oder kann ich mir ziehen, wie der übergeordnete Markt denkt. Wir sind ja hier, weil ich mich das erste Mal bei FXLED hier präsentiere und deswegen lege ich auch Wert darauf, meine Denkweise hier mal offen zu legen. Meine Denkweise ist, dass wir mit einfachsten Mitteln lernen müssen, aus dem Markt uns unsere Setups, unsere Sichtweisen zu ziehen und die optisch sehr schnell zu erfassen. Wer meine Vita ein bisschen kennt, weiß, dass ich bis vor 10 Jahren noch ein Bauunternehmen hatte. Das heißt, ich komme weder aus dem Bankwesen, so wie Nelson, noch komme ich irgendwie aus einer anderen studierten Ecke, so wie Dirk, sondern ich komme aus der ganz normalen Mittelschicht. Das heißt, so ein Friesenhirn wie meins muss ja so einen Markt auch irgendwo verstehen. Und das kann man sehr, sehr einfach. Und um den Leuten das zu vermitteln, um den Leuten das zu zeigen, was heißt den Leuten? Also unsere Community, die schon weit über 1100 Leute angewachsen ist. Wir sind über 1100 Leute insgesamt, die mit uns arbeiten. Sicher sind davon auch schon ein paar inaktiv, ein paar haben ihr Konto geplättet, ein paar haben es einfach aufgegeben. Aber wir sind über 1100 Leute, die genau diese Setups, diese Regelwerke handeln. Ihr seht mich völlig stressfrei, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe mein Regelwerk und mein Regelwerk sagt mir gleich, was ich zu tun habe. Und dazu brauche ich erstmal ein neues Hoch. Deswegen bin ich noch völlig, völlig entspannt. Wir haben angefangen zu erklären, wie wir sowas machen. Das macht in unserem Fall macht das unsere Anneliese. Ich werde euch ein paar Hinweise und so weiter in einer Nachfassung mir schicken, sofern Nelson mich lässt. Ich bin in der Regel so angezogen, dass ich nach so einem Webinar eine sogenannte Nachfassmail, eine kleine Dankesmail versende, um einfach Punkt A Danke zu sagen, Punkt B frohe Weihnachten zu wünschen, dann macht man so, und Punkt C allen Teilnehmern hier unsere Kontaktdaten zukommen zu lassen und auch den ein oder anderen Hinweis, wo er was von uns findet, wo er sich was runterladen kann, wo er sich das und das ein oder andere auch mal angucken kann, Thorsten, damit er weiß, wie wir arbeiten. Zu den Setups, Thorsten, die ich hier gerade erklärt habe. So, das Bild ist weg, Thorsten. Ja, ich habe es schon gesehen. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Nee, eigentlich nichts. Also, der Dirk ist jetzt nochmal mit dem zweiten Login reingekommen. Jetzt ist wieder da. Jetzt ist wieder da? Mhm. Aber
Aber ich höre gerade, dass sich auch meine Plattform verabschiedet hat. Das klingt so, als wenn hier kurz die Leitung irgendwie weggeflogen war. Okay. Also, wenn Fragen zu diesen Setups, die wir jetzt gerade, ja, ich weiß, ihr könnt sagen, ich bin feige oder sonst irgendwas. Ich habe genau erklärt, warum, weswegen wir was bis wohin handeln. Entry war in diesem Bereich bis hier runter, hier unten diese Position drehen, den Rücklauf bis an diese Linie den Stop hier unten hin, entweder Break-Even oder sogar ein bisschen in Gewinn. Diese Nummer 8 Punkte, das heißt, wenn ihr ein Tagesziel, so wie ich, von 12 Punkten habt, wäre es sogar ideal, von der 28, 29 kommend den Stop jetzt hier oben irgendwie auf die 33 zu legen, dann habt ihr eure, also 4 Punkte auf die 8 Short-Punkte oben drauf, 12 Punkte, und dann könnt ihr jetzt euch ganz entspannt in der Küche einen neuen Kaffee holen. Jetzt habe ich hier, zu viel gelabert. Ärgerlich, weil, ich habe gesagt, wir warten den Rücklauf ab, mal gucken, wenn er jetzt nochmal kommt. Auch so ein Punkt, den viele falsch machen. Und ich versuche ihn richtig zu machen, gelingt mir nicht immer. Mein Setup ist in dem Fall, wir fangen hier an mit einer Korrekturkerze. Hier drüber, über diese Korrekturkerze gehört meine Long-Stop-Order. Mich da oben drüber wieder Long einstoppen zu lassen, beziehungsweise die Short-Position von hier unten aufzustocken. Da oben drüber die Long-Stop-Order über diese Kerze und die wird mit einem Period-High-Low, mit einem PHL-Stop, Period-High-Low, wird die nachgeführt, wenn wir hier mehrere Short-Kerzen gekriegt hätten, haben wir ja nicht bekommen. Wenn wir die bekommen hätten, hätte er den so lange hier hinterhergeführt, so lange wie mein Regelwerk Gültigkeit hat, wird die Stop-Order hier hinterhergeführt. Wäre jetzt mit der letzten blauen Kerze, wäre diese Long-Order ausgeführt worden. Ich werde mal versuchen, da wenigstens eine Linie hinzulegen. Hätte wenn. So. Da aufgestockt, unten von der 28, ungefähr 28 von der 29, die Position kommend, dort aufgestockt an der 36, an der 37. 29 bis 37 sind 8 Punkte. Das heißt, mein Stop von der 38, da genau 38, 4 Punkte runter, bin ich bei der 34. Dann geht mein Stop in diesem Fall jetzt für die gesamte Position, für die gesamte Long-Position hier unten drunter. Der Zielbereich sollte Halt bieten. Na. So. Der Zielbereich sollte Halt bieten. Von hier unten kommend, da oben drüber einstoppen und dann die Position laufen lassen. So. Jetzt sagen die meisten, oh, jetzt hat er es verpasst, scheiße. So, wenn er jetzt zurückkommt und mir die gleiche Chance nochmal gibt, ich habe diesen Entry jetzt verpasst, wenn er mir die gleiche Chance jetzt nochmal gibt, hole ich mir das gleiche Setup wieder und lege diese Order da oben drauf, werde diese hinterherführen mit einem, na komm, Period Low High mit einem Punkt, ups, so, und ganz knapp über der letzten Kerze hinterherführen lassen. Wenn ich irgendwas verkehrt mache, Dirk, muss in der Bedienung muss mir sagen, warum habe ich jetzt diese Order da hingepackt? Weil ich im gleichen Preislevel bin wie diese Kerze. Sorry, ich muss mir der Maus zeigen. Ich bin im gleichen Preislevel wie diese Kerze. Ich habe mit dieser blauen Kerze diesen Entry hier verpasst. Und da ich den verpasst habe, ich bin ja auf dem gleichen Preislevel, hätte wenn, ich wäre ja mit dieser Position, mit dieser blauen Kerze hier, mit dieser Kerze hier, wäre ich ja hier darüber eingestoppt worden. Und wenn ich das Setup nochmal kriege, warum soll ich die Nummer dann nicht nehmen? Drei Minuten früher wäre ich auch im Markt gewesen. Und dann brauche ich mich jetzt nicht hinsetzen und heulen und sagen, oh scheiße, die Position habe ich jetzt verpasst, sondern wenn ich die Chance habe und wir nochmal auf das gleiche Preislevel kommen, dann drücke ich auf den Knopf. So, jetzt werden wir mal sehen, ob das Ding hinterhergeführt wird und ob es gegriffen wird. Nächste Nummer ist, wenn er diese Position jetzt greift, dass wir aufpassen müssen, hier oben im Bereich 1,1846, 1,1847.
Dirk, wenn sich bei dir was tut, dann schreist du, ne? Du musst jetzt nicht, du kannst den Kopf ruhig mehr vom Schreibtisch hochnehmen, ne? Nö, nö, hier ist alles soweit still, also fast schon. Und wenn du eine Webcam hast, dann musst du aufpassen, das A, das, nee, das Z, das W, das E, das R, das T und das T und das Z, das drückt sich immer ganz gerne oben auf der Stirn nachher so ein bisschen ein. Also mach das ein bisschen weg, bevor die Webcam einschaltest. So, ja. So. Jetzt brauche ich mich um diese Geschichte gar nicht mehr kümmern. Das Einzige, was ich nicht will, ich will hier nicht mit 10 Punkten Stop rein, sondern ich will hier das ganze, die ganze Geschichte ein bisschen verringern. Da. So, der Rest ist jetzt automatisiert. Auch wenn ich hier einen Take Profit drin habe, ich selber arbeite in der Regel ohne Take Profit, empfehle unseren Schülern, unseren Teilnehmern aber immer mit einem Take Profit zu arbeiten. Warum? Weil wir in der Regel merken, wie stressig das ist, wenn man in so einer Position hängt. Und ihr werdet merken, ihr werdet genießen, wie schön das ist, wenn so eine Position geschlossen wird, wenn die auf einmal rausfliegt, egal ob mit dem Take-Profit oder mit dem Stop-Loss. Beim Stop-Loss wird er das gleiche Gefühl genießen, wie auf einmal der Druck so abfällt und sagt, ein Glück, jetzt ist die Scheiße für endlich vorbei. Und so kann man sich auch disziplinieren. Man kann auch hier wieder mit einer Limit-Pullback arbeiten, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, wenn wir an markanten Marken sind. Die Runde hier unten rum, das Spiel hier unten rum, haben wir ja nur hinter uns gebracht. Und ich kann genauso gut hier, wenn die Position jetzt greifen sollte, ich werde das, da zack, wenn diese Position jetzt greifen sollte, werde ich das mal zeigen. Wir kommen jetzt bei der 37 ungefähr rein. 20 Punkte Take Profit wäre zu viel, weil dann landen wir weit über diesem Zielbereich hier oben. Dort oben muss der Stop auf jeden Fall, hier muss das erste Mal nachgetrailt werden, hier muss das erste Mal nachgetrailt werden und hier oben muss ich überlegen, ob ich aussteige oder ob ich nicht aussteige. Ich würde in diesem Fall nicht aussteigen. Die ist automatisiert, da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken drum machen. Machen wir uns über dieses Bild her, weil wir können jetzt genauso gut diese Geschichte hier, die nächste Welle, diese Bewegung, wir sind sauber bis knapp über den 50er gelaufen. Und wenn ich diese Bewegung nehme, wir kommen hier von der 1.18.03.04, hier von der 04, sind hochgelaufen bis an die 44. Das heißt, wir hätten, diese Bewegung sind ungefähr 40 Punkte. Und wenn wir jetzt kommen von der 1.18.27 hier unten plus 44, sind wir bei 71. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wo wir die 71 haben. Da oben haben wir die 65 an unserem Zielbereich. Das heißt, hier oben in diesem Bereich, da oben an die 65, würde ich in dem Fall eine Limit-Pullback legen und würde sehen, ob er da jetzt durchschießt oder nicht. Und dann würde ich die Position, die von hier jetzt kommt, hier oben mit einer Limit-Pullback rausschmeißen lassen. Wenn er diesen Zielbereich nimmt, mit Musik da durchmarschiert, weil Trump gerade wieder einen falschen Furz gelassen hat, und er ballert da oben irgendwo durch, dann soll er meine Short-Limit-Pullback mit nach oben reißen und dann umkehren. So, was war unser Plan heute früh, vorhin, als wir die Position gemacht haben? Ich gucke jetzt mal ganz kurz hier in das Fragenfenster. Nee, ich gucke in das Antwortenfenster, weil ich habe ja gefragt. So, was war unser Plan? Was haben wir heute Morgen gesagt? Ich sehe, keiner hört zu hier. Unser Plan war, diese Bewegung nach unten duplizieren, hier unten umkehren, Minimum bis an diesen Zielbereich. Wenn dieser Zielbereich bricht, sollte er an diesen Zielbereich laufen. Ich hätte sogar noch viel lieber hier unten einen Schlusskurs hier über diesem Zielbereich gehabt. Dann den Rücklauf bis hier runter, bis an die dicke Linie, bis an diesen Zielbereich, dann eine Umkehr. Und dann haben wir hier wieder das gleiche Spiel. So. Da hat jetzt die Order. So. Bewegung A. Mann, will er nicht. Warum nicht? Weil mein. Da.
So, und wenn er jetzt diesen Moment nimmt, Bewegung B, Bewegung C, sehen wir landen genau hier knapp unter diesem Zielbereich. Dazu muss ich jetzt diese Nummer nehmen, knapp da drunter. Wenn er das da oben anläuft, gehört mein Stop dafür, Break-Even. Dafür muss ich den jetzt noch einschalten. Und dann ist meine Order jetzt fertig, automatisiert. Mein Stop geht dahin. Dann bin ich bei einem Risiko von 3,3 Punkten. Mein Take-Profit schalte ich aus und lege, wie gesagt, eine Limit-Pullback da oben hin. So. Und diese Limit Pullback würde ich sogar mit 2 Punkten führen. Fertig. Fertig ist die Laube. So, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder schmeiße ich mich jetzt mit 3 Punkten raus. Es ist eine aufgestockte Position. Die andere Position läuft noch. Oder meine USB-Verbindung hier von dem Whiteboard nach Frankfurt funktioniert. Und die Jungs haben jetzt sauber zugehört und geben uns die Chance, diese Nummer auch durchlaufen zu lassen. Okay, jetzt gucke ich mal ganz kurz die Fragen hier durch, wenn ich darf. Beim Kaffee-Tagesziel schon erreicht, genau sieht es aus. Das ist unser Ziel, mein lieber Jens. Das wäre noch kein Euro-Pro-Einstieg gewesen oder ein Trendprogramm M5 ist noch nicht erfolgt. Ist richtig, habe ich auch gesagt. Ich hätte viel lieber sogar idealerweise einen Schlusskurs hier oben über der 39. Das wäre mir 10-mal lieber. Ziel ist es ja auch, mit engen Stops, mit kleinen Stops zu arbeiten. Thorsten, könntest du kurz sagen, warum du den allerersten Short-Move nach 8 Uhr nicht handeln würdest? Nach 8 Uhr? Meinst du den hier? Diese Nummer hier. Weil ich da eine Vorbereitung von, oder hier schon im Webinar war. Nein, ich war um diese Zeit einfach nicht am Platz. Das ist ja hier Plattformzeit 8 Uhr, das ist Serverzeit oder richtige Zeit ist das um 7 Uhr. Und ich zeige es euch gleich mal in 5 Minuten. Eigentlich hätte diese erste Nummer sogar nach Zielbereichen ein Short sein müssen. Merken wir uns genau diese Nummer und wir schalten einmal kurz um. Ne, das mache ich hier jetzt nicht. Ich schalte hier um in den 5 Minuten und da sehen wir nämlich, diese Nummer hätten wir erst handeln können nach dieser Kerze, wenn diese Kerze fertig ist. Diese Kerze hat oberhalb von diesem Zielbereich geschlossen, des 5-Minuten-Kerzes. Also die übergeordneten Hände haben diese Kerze zum Abschluss gebracht, oben drüber. Und dann diese lange Docht oben und dann der Lauf bis hier runter. Erst hier drunter hätte ich mich eventuell Short einstoppen lassen, wenn ich rein nach Zielbereichen handle. So, diese Position ist jetzt mit 3 Punkten Verlust rausgeflogen hier, wie wir sehen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich muss mein Regelwerk einhalten und 3 Punkte sind zu verkraften. Wenn keine weiteren Fragen zu Euro Pro sind, es ist jetzt 20 Minuten für 9, dann würde ich nämlich den Kram ganz gerne an Dirk übergeben, damit er eventuell seine Marktvorbereitung bekannt geben. Warum bist du nicht unten bei ca. 1,1825 nach Pullback rein? Du meinst wahrscheinlich hier unten über an der 27? Weil ich was zu erzählen hatte. Ich habe erklärt, dass man dort rein sollte, aber wir können ja gerne, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir können ja gerne mal tauschen, wir können gerne mal einen Platz tauschen. Ich setze mich an deinen Schreibtisch und du kannst dich hier vorne hinsetzen. Wer mal im YouTube-Kanal ein bisschen rumguckt und da mal sich das mal ein bisschen durchforstet, wird sehen, ich habe null Angst, so eine Nummer zu handeln.
Mein Lieblingspolizist aus Österreich hat es gerade richtig beachtet. Mein Stopp war hier zu geizig. Ich habe mir hier nach Regelwerk Zielbereiche gelegt, Bewegung A, B. Ja, der Dirk ist gleich wieder da, man hört es. Kommt gerade vom Rauchen. Hat genau diese Bewegung richtig auskorrigiert. Zack, genau einmal ganz kurz, bupp, genau da unten die Limits geholt und setzt diese Bewegung fort. Es ist auch immer ein bisschen was anderes, wenn man hier steht und nicht mit der Maus am Schreibtisch sitzt und ein, zwei Schirme vor sich hat und das sauber abgleichen kann und erzählen und labern muss man ja dazu auch noch. So. War das jetzt Stopfishing und es geht wieder rauf? Ich hasse diesen Begriff Stopfishing. Es ist kein Stopfishing. Fischen sieht anders aus, sondern es ist eine ganz normale logische Reaktion, eine ganz normale logische Marktreaktion, die sein muss. Morgen, Thorsten, wie entscheidest du, ob du Zielbereich oder Euro pro handelst, entscheide ich im Kopf. Ich selber handle immer eine Kombination und so tief will ich jetzt auch gar nicht hier reingehen. Dafür sind unsere Webinare da. Und das soll dann auch schon mein Abschluss werden, wenn ich an Dirk übergebe. Wer so eine Sachen sehen will, wie wir sowas handeln, wie wir sowas anwenden, nicht nur als Präsentation, dass man hier steht wie ein Lehrer, ne? Mit Krawatte und, nee, habe ich ja gar nicht. Ich habe auch gar keine, die mir passt. Wenn wir nicht hier stehen wie Lehrer, sondern wenn ich mich an den Schreibtisch setze und live handle, der kann gerne uns eine Mail schicken. Wir haben im Jahr 150 Live-Webinare, die kann man bei uns buchen, kosten über das ganze Jahr einmalig 550 Euro und dann kann man an 150 Webinaren über das Jahr teilnehmen. In der Regel morgens um diese Zeit, um 7.45 Uhr ist der erste Teil und um 15.15 Uhr nachmittags ist der zweite Teil, wo die US-Session ebenfalls mit DAX und auch mit Dow Pro handeln. Wer das möchte, kann es gerne eine Mail schicken, beziehungsweise ich schicke euch die Kontaktdaten in der Nachfassmail. Dann kriegt ihr dort auch die Daten. War das hier richtig? War das hier falsch? Ja, jetzt im Nachhinein müsste man sagen, ja, es war falsch, weil diese Bewegung hatte genau um 50 bis 61,8% korrigiert. Mein Stop hätte 2 Punkte tiefer gekonnt. Mein Regelwerk war aber Zielbereich und den hat er hier unten ganz sauber durchpiekt, ist wieder hoch und dann, manchmal ist es so, manchmal ist der Teufel im Eichhörnchen, ne? Das Tool für Euro Pro kostet wie viel? Das Tool kostet einmalig 850 Euro. Dafür kriegt man das Regelwerk, dafür kriegt man unser Chartbild, dafür kriegt man unser fertiges Template und man kriegt unseren kompletten Support. Wir haben ein eigenes Ticketsystem, man kann Chartbilder schicken, die wir zusammen auswerten. Ihr könnt uns in den Webinaren, könnt uns Löcher im Bauch fragen. Wir versuchen, alles sach- und fachgerecht zu beantworten. Wie gesagt, ich bin Händler, ich bin kein Lehrer, ich bin kein Analyst, ich bin Händler und Händler kommen von Handeln. Das ist bei uns der große Unterschied. Wenn mich einer fragt, wo draußen der DAX zusammensetzt, woher kommt die Zahl jetzt 13.100 oder 13.200, muss ich sagen, habe ich keine Ahnung von, weiß ich nicht. Und ich erzähle nur das, was ich kann, nur das, was ich weiß. Und mein Steckenpferd ist der Euro, den DAX ermittle ich eher mittelfristig mit unseren ganz normalen Mitteln, die man bei Anneliese lernen kann. Und den DAX überlasse ich lieber meinem Freund Dirk. Und den kann er uns jetzt hier auch gleich zeigen. Ja, Lutz, du hast recht, einmalig 850 Euro. Dafür richten wir dir alles ein. Wir kommen per Fernwartung bei dir drauf. Du hast das Ticketsystem. Du kannst ab da unseren kompletten Support genießen. Wir sind 3 Leute, die im Support arbeiten. Du kriegst so eine Tickets, werden in der Regel binnen 48 Stunden bei uns bearbeitet. 48 Stunden sage ich ganz bewusst, damit die Leute nicht Sonntagmittag am 4. Advent Sonntagmittag nachher eine Mail schicken und sagen, ich habe euch gestern ein Ticket gezogen, das ist immer noch nicht beantwortet. In der Regel sind die binnen 24 Stunden abgearbeitet. Wir haben ein Zeitlimit von 48 Stunden deutschsprachig per Fernwartung, deutschsprachig am Telefon oder deutschsprachig per Mail. Diese Berechtigung habt ihr dazu, ihr kriegt dafür das Handbuch zugeschickt. Meine Weibchen da vorne im Büro packen euch lieben gerne ein kleines Päckchen mit einem Handbuch da drin, wo ihr drin rumblättern könnt und auch damit arbeiten könnt. Ich hoffe, damit habe ich alles Wichtige rübergebracht. Oder sind noch Fragen?
könnte heute ein Korrekturtag sein, Montag und Dienstag Long, Mittwoch Korrektur. Ja, in der Regel ist es so, dass wir in einer Longwoche Mittwoch oft den Korrekturtag haben, dass wir dann eher den Shorttag haben, aber ich sage mal, wir befinden uns kurz vor Weihnachten, in der letzten Woche vor Weihnachten und diese und nächste Woche, wie sagen wir immer so schön, befinden wir uns mitten in der sogenannten Hausfrauen-Rallye. Das heißt, deswegen funktionieren so eine Setups auch sehr gut. Hausfrauen-Rallye heißt für mich, dass die großen Jungs sich langsam zurückziehen, die Hedgefonds und so weiter ihre Position schon im Weihnachtsmodus gesetzt haben, sich selber im Gemüsemodus irgendwie befinden und jetzt schlagen oder wird der Markt von kleineren Händlern gemacht, zum Beispiel solchen Leuten wie mir und dem Dirk, dem ich jetzt auch hiermit die Geschichte übergeben will. Harald, zu deiner Frage wegen dem deutschen Handbuch, schick mir dazu bitte eine Mail, dann werde ich da auch dementsprechend drauf reagieren. Ich hoffe, das war für euch soweit okay. Für Dirk, der mich ja als Gast hier zugelassen hat, was mir, wie gesagt, sehr erstaunt. Oder Nelson, wenn irgendwelche Fragen sind oder wenn irgendwelche Kritiken sind, dann redet jetzt oder schweigt für immer. Ja, wir schweigen für immer. Also ich zumindest. Nein, nee, alles fein. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Ist halt nur ein bisschen, ist halt ein bisschen schade. Also ich habe halt morgen auch schon, muss ich halt echt sagen, als ich auch mir den Euro angeguckt habe, ich dachte, oh je, der arme Thorsten. Und da jetzt halt was mitzunehmen, das wird gar nicht einfach. Von daher muss ich ihn halt echt auch hier so ein bisschen in Schutz nehmen, dass ich da jetzt halt nicht so viel geboten hat, aber so ist es manchmal. Ich hatte ja gestern bei mir auch noch geschrieben, beziehungsweise heute Morgen konnte man das ja lesen in der Gruppe, wo ich halt gesagt habe, der Euro hat sich jetzt endlich mal über 1,18 da halt irgendwo festgetackert. Also ich handle halt auch den Euro jetzt völlig anders als der Thorsten zwar, aber wir matchen da halt schon. Und ich bin im Euro eigentlich eher im Stundenchart unterwegs, als jetzt irgendwie einen kleineren Timeframe. Bitte? Du schläfst da auch anders als ich. Da musst du auch anders handeln. Nein, aber ich bin da halt eher auf einer Stunde oder sogar vier Stunden im Euro unterwegs und versuche da halt immer ein bisschen längere Strecken halt mitzunehmen. Und ich hatte zum Beispiel halt geschrieben, von daher hat es jetzt auch gerade wunderbar gematcht, dass wir, sollen wir vielleicht meinen Bildschirm nochmal irgendwie rüberholen, weil dann kann ich es gerade mal zeigen. Ja, ich gebe es dir. Moment, ich gebe dir den Bildschirm. Und ich hatte halt geschrieben, dass der Euro hat sich jetzt endlich mal etabliert über 1,18 und hat eben auch geschrieben, dass solange er jetzt halt auch nicht mehr unter die 1,1820 halt fällt, das ist eine Stundenrange, die er ausgebildet hat und solange ist das halt auch alles fein und kann das auch gelingen. Und die Range, die sehen wir jetzt hier auf dem rechten Bildschirm. Ich bin jetzt hier oben auch mal long gegangen und habe jetzt nur meinen Stop ein bisschen anders gesetzt. Und das macht schon Sinn. Also hier ist die genau diese Grenze, die ich gemeint habe. Da sollte er nicht unbedingt drunter schließen. Ja, das kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass der einmal darunter irgendwie mal kurz abtaucht und dann halt wieder zurückläuft, ist möglich, weil das hier ist nicht gerade einfach, wo jetzt hier gerade steht, ist nicht so einfach durchkommen. Und das ist aber genau das, ja, also das war halt auch hier das Low, was der Thorsten da gerade geschrieben hat und das deckt sich halt wirklich perfekt, weil was man halt hier sieht, im Euro zum Beispiel, das ist die letzte Aufwärtsbewegung, ich bin hier im 15-Minuten-Chart und das müsste auch eine Stundenkerze sein, ja, genau, das ist die letzte Stundenkerze, die Aufwärtsbewegung, das Einzige, und das ist immer so ein bisschen meine Herangehensweise, eben ich versuche halt Ranges zu finden und die halt zu handeln. Und eigentlich wäre mein Entry hier unten gewesen, aber macht jetzt nichts, ich habe jetzt einfach mal Thorstens Entry hier genutzt und es ist hier auch nur eine kleine Position, weil wenn der da jetzt drüber geht und dann sollte das auch eigentlich laufen, die ganze Geschichte, weil was man hier halt sieht, ich mache die Kerze mal ein bisschen größer, das ist, dass alles, was seit der letzten Ausbruchsstunde passiert ist, hier, ist nichts, das ist nur Rauschen, ja, also der hätte jetzt einfach weiterlaufen können und ansonsten, da ist einfach überhaupt nichts mehr passiert seit gestern Nachmittag, sondern so alt ist es hier mittlerweile schon und das ist einfach nur Rauschen und für mich ist das ein Kontext, also das heißt, diese Stunde, das ist mein Kontext und da drin, das ist alles völlig Banane, was da halt jetzt passiert, solange der hier nicht drunter schließt, ja, und dann halt irgendwie das Ganze bricht, also hier den Kontext dann sozusagen umdreht, ja. Also wenn jetzt hier, wenn diese letzte Stundenkerze, wenn die nach unten verlängert wird und hier schließt, dann ist das ja nicht schön. Und dann kann es halt wieder ein Geschiebe ausarten. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Insofern passt es, hat hier genau unten knapp vor der Grenze gedreht. Und mein Stop hatte ich halt hier nur
ein bisschen anders gesetzt, hier nach 5 Minuten eigentlich hier mit meinem selbstgebauten Indikator, der aber halt morgen irgendwie hier seinen Dienst verweigert, hier auf meiner Entwicklungsumgebung, weil ich bin jetzt hier lokal. Und also das ist der, den wir gestern besprechen wollten oder vorgestern? Ja, genau, das ist, hat so ein bisschen was damit zu tun auch, ja. Und der halt hier die Extension angezeigt hat, eben, wo der halt einfach gezeigt hat, bis dahin darf der laufen und darüber aber nicht. Das heißt, also hier ungefähr war das Maximum Spread noch eingerechnet. Wenn es da drunter geht und dann geht, oder wenn er hier schließt und dann geht die 5-Minuten-Kerze auch wahrscheinlich weiter runter. Das kann man damit eigentlich ganz gut sehen, nur irgendwie hat er jetzt da halt keine Lust drauf. Warum auch immer, zeigt hier nichts an. Außer halt hier die ein bisschen rumklicken, ne, passiert irgendwie nichts. Keine Ahnung, es könnte vielleicht daran liegen, weil ich hier vorhin ein paar Mal irgendwie Account gewechselt habe und so weiter und das jetzt vielleicht hier einfach deswegen ausgestiegen ist. Aber gut, das nur eben halt mal kurz zum Euro, um das mal kurz zu erklären und wo man auch sieht, dass das passt. Und was ich jetzt zum Beispiel machen würde im Euro, wir haben hier unten Pivotpunkt, sowas wird ja gern mal irgendwie angelaufen, da steht der Euro ja völlig drauf. Wenn der jetzt hier unten, wenn er sich halt hier runterstürzt, ja, als Beispiel, Mangelo macht jetzt eine lange Kerze hier runter, vor 9 Uhr, würde ich hier unten, würde ich glaube ich relativ bedingungslos reingehen, weil da nämlich einfach die Chance besteht, dass er noch kurz vor 9 nochmal hochzieht und hier nochmal drin schließt. Und dann hat man mit so einem Einstieg dann eben auch oft wirklich einen sauberen Einstieg, der halt sofort in Gewinn läuft. Und statt hier mit Einstoppen, wobei Einstoppen hat natürlich immer den Vorteil, man ist schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. Ja. Und Limit heißt ja immer so ein bisschen gegen die Richtung handeln. Und wenn der jetzt hier runterkommt, mache ich den auch erstmal zu und würde mir halt das Timing angucken. Timing ist für mich immer ganz wichtig, weil letzten Endes versuche ich halt immer, das Bild zu erwischen, dass es werden könnte. Ja, also nicht erst das fertige Bild, sondern versuche halt eher zu erkennen, was hat er halt vor? Also was soll das werden? Und das hier wäre halt so eine Geschichte. Und ich hoffe, das ist verständlich. Also hier die Stundenkerze, ja. Er wird immer wieder versuchen, da drin zu schließen. Da kann man fast seinen Hintern drauf verwetten. Also selbst wenn der jetzt hier kurz runter geht, der wird immer wieder hier oben dran laufen. Und wird das auch die Entscheidung, ob der jetzt darunter schließt oder nicht, bis aufs Letzte wird das rausgezögert. Ja, also bis auf die letzte Minute. Und dann sieht man, schließt runter oder schließt drüber. Aber deswegen sind sowas halt eigentlich sehr schöne Scalp-Entries. Also wenn es schnelle Bewegungen gibt, dahin, kurz vor Stundenschluss, den wir jetzt zum Beispiel hätten. Und kann man da eigentlich long gehen. Das tut eigentlich auch nicht weh, weil selbst wenn es nicht gelingt, dass er nochmal da drin schließt, versuchen wird das nach aller Wahrscheinlichkeit schon. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt so eine Nummer und dann würde ich die auch mal handeln, weil wie gesagt, aus der hier gehe ich jetzt gleich raus, wenn er hier drunter gehen sollte. Und das wäre halt so meine Herangehensweise, also ganz generell. Mit Indikatoren, ich sehe ja hier, sind wirklich sehr, sehr viele Teilnehmer heute. Von daher kann ich auch nicht davon ausgehen, dass hier jeder meine Arbeitsweise kennt. Will ich vielleicht auch noch ein bisschen was kurz dazu erklären. Also das hier ist eine. Also einmal halt hier mit Kontexten zu arbeiten, das heißt also letzten Endes sind es Außenstäbe, wenn man so möchte, nach Markttechnik, ganz klassisch. Und was ich halt immer versuche, halt irgendwo zu erwischen und vor allen Dingen zu erkennen. Ja, also in so einem Außenstab, den wir jetzt hier haben, wäre jetzt für mich also zumindest mal in Bezug auf die nächste Stundenkerze keine Entscheidung zu treffen. Im Zweifelsfalle immer long, ja, weil normalerweise wird halt so ein Kontext, wenn er besteht, wird in der Regel auch bestätigt und fortgesetzt. Und das kann man eben in ganz vielen Werten auch beobachten. Das hatten wir im Dow Jones letztens auch, wo alle schon irgendwie geschrien haben, Shooting Star geht short, wo ich gesagt habe, oh Gottes Willen, das Ding geht nicht short. Und weil halt, man muss den Kontext, muss man beachten. Und das funktioniert auch wirklich meistens bei den ganzen NFP-Webinaren und so weiter, die wir hier gehabt haben, auch. Das hat sich eigentlich so gut wie immer bestätigt, dass das keine schlechte Herangehensweise ist an den Markt. Das ist eine Handelsweise. Die andere ist mit dem DAX. Da habe ich ja wirklich die letzten 3 Tage in Folge, konnte ich ja wirklich hier genau sagen, was passiert. Das ist schon ein bisschen beängstigend. Und von daher muss ich mich da heute, glaube ich, mal ein bisschen in Zurückhaltung üben. Und weil das ist halt schon ein bisschen zu arg, also wie das halt die letzten Tage gelaufen ist. Also wir haben jetzt halt hier auch gleich Markteröffnung. Deswegen gehe ich jetzt auf den auch erstmal kurz ein. So, jetzt gucke ich ganz schnell den Euro an, wo der hinläuft. Das ist zu knapp, das wird nicht funktionieren. Der wird genau hier hinlaufen.
So, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Kontext auf 5 Minuten, der endet hier. Und da gucke ich mal, ich ziehe mal ganz kurz ein kleines bisschen weg hier. Und das wäre jetzt so die maximale Ausdehnung, entweder läuft er ab da nochmal hoch oder dann halt eben nicht. Und deswegen war mein Stop eben auch hier drunter, jetzt sieht man das nämlich nochmal, das hat man vorhin nicht erkannt. So, der DAX, also nochmal, ich hatte ja gestern, also generell hatten wir erstmal die ganze Long-Reise bis zu 13.329, die hatte ich ja die ganze Zeit schon auf dem Schirm, vielleicht auch teilweise ein bisschen früh bei den NFPs vor 2 Wochen, 1,5 Wochen. Da wollte ich die eigentlich schon haben, weil ich gesagt habe, da müssen wir noch mal hin und da ist halt noch was nicht erledigt. Und das hat er jetzt dann nachgeholt mit ein bisschen Verspätung. Und habe er dann auch eben gleichzeitig gesagt, Entschuldigung, bei 13.329 ist der DAX zu Ende. Ja. Und das klingt so ein bisschen merkwürdig. Und ich meine, gestern, das Ding war halt gnadenlos long. Ja. Also man sieht es ja halt im Daily ganz gut, zeige ich nochmal ganz kurz. Also hier, schöner Ausbruch, hier oben drüber und natürlich das ganze Sentiment und alles dreht auf long. Und ich habe gesagt, short bei 3,29. Ja, das ist für mich ein Pflichttrade und sollte laufen bis 13.191, das ist hier unten. Das hat er nicht ganz erreicht, aber irgendwie 10 Punkte vorher getreten, ansonsten einem Rutsch eigentlich runter, ohne nennenswerte Gegenwehr auf der Strecke. Und das hat wunderbar funktioniert. Also auch die Teilziele, ich hatte auch gesagt, bei 13.277 sollte er möglichst mal schnell durch, wenn das was werden soll. Der Grund ist relativ einfach, das sieht man 4 Stunden jetzt hier nicht, aber ich zeige das mal auf 30 Minuten, da sieht man das auf jeden Fall besser. So, weil hier haben wir ganz einfach, ist ja alles ein bisschen klein, ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen, ich bin hier im Bildschirm ein bisschen beengt. Warum dieser Punkt, ich zeichne den hier nochmal ein, der ist heute nicht mehr gültig. Ich mache den mal grün, damit man das auch ein bisschen unterscheiden kann. So, das war dieser Punkt hier, ganz einfach. Einfach rein nach Markttechnik, ja, wenn man sich das halt mal anguckt, dann haben wir halt hier einfach eine Wellenbewegung, die geht einmal von da nach da. Und dann haben wir hier, muss man natürlich immer ein bisschen kleinere Timeframes gehen, da haben wir eine Welle runter, also so eine kleine Korrektur und da hoch. So, jetzt mal einfach mal ganz grob hier. So, und logischerweise ist das natürlich ein Punkt, ja, da kann man sagen, gut, es ist eine Unterstützung, wäre es in der Regel ja halt auch, ganz klar. Wenn man jetzt halt nur im kleinen Timeframe unterwegs ist, ist das richtig. Und deswegen habe ich gesagt, da müssen wir mit Speed durch und dann funktioniert das halt auch. So, und das hat er auch prompt gemacht, ist hier einmal komplett durchgerauscht. Und alle überfahren, die hier halt irgendwie long waren, habe ich halt auch teilweise mitbekommen, auch in anderen Gruppen und so. Was man dabei so ein bisschen vergisst, das ist halt mal das größere Bild anzugucken, mal abgesehen davon, dass diese 13.329 bei mir tatsächlich schon seit über einem Jahr existiert und was halt ein bisschen merkwürdig klingt, aber das ist tatsächlich so und kann man auch in der einen oder anderen Gruppe nachlesen, dass das so ist und dass es nicht irgendwie aus dem Hut gezogen ist. Der Hintergrund, das war damals der Brexit, ich habe halt beim Brexit was erkannt, dass sich der ganze DAX da halt irgendwie doch ziemlich deutlich in einem Raster abspielt. Und konnte halt eben dieses Raster halt eben dann projizieren, hoch bis zur 13.329. Und die hat tatsächlich ja auch fast auf den Punkt genau funktioniert. Das hier oben zählt nicht, was da drüber ist. Das war eine Overnight-Indikation. Das hat keine Relevanz. Das hier war der Kassa-Ausbruch, diese kleine Kerze hier. Und hat ansonsten gehalten bis auf den Punkt. Und was wir davor hatten, was ja schon ein bisschen länger her ist, kann man ja mal kurz zeigen. Hier dieser Ausbruch drüber. Ist nicht wirklich einer, hier ist ein Gap eigentlich, er hat genau mit dem Gap wirklich auf den Tick auf 13.329 eröffnet, hat dann so ein Hütchen drüber gebaut und ist dann wieder runter. So, und sowas ist dann auch hier so ein Durchschuss, den wir halt hier hatten. Hier in der Tageskerze sieht man das, durch diese orange 13.329, ohne Gegenwehr, ja, wo vorher eigentlich noch eine Unterstützung war, sieht man ja auch hier, ja, einmal aufgesetzt und dann wieder hoch. Das heißt, wir hatten hier einen Support und dann geht das Ding durch. So, und das ist ja ein einfacher Paritätswechsel. Das heißt, hier haben wir ganz klar einen Bruch gehabt und dieser Paritätswechsel an der Stelle, der wurde nie bestätigt. Und hier wurden, wenn man das mal ganz einfach ausdrückt, sicherlich auch eine Menge Marktteilnehmer wirklich überfahren, ja, mit ihren Long-Positionen. Und sowas ist dann halt meistens nicht ohne Antwort. Und wenn man solche
Kerzen hat, das sieht man jetzt hier nicht mehr, auch auf 5 Minuten, 30 Minuten ist da einfach nur ein ganz langer Strich durch. Und das gibt meistens eine Antwort in irgendeiner Form, nämlich dass halt das Ganze dann halt auch nochmal bestätigt wird, beziehungsweise nochmal von unten angetestet wird. Und genau das ist passiert und mehr war das bisher nicht. Das ist noch nicht so long, wie man da auf den ersten Blick halt glauben könnte. Es kann natürlich trotzdem sein, dass das jetzt nicht komplett aufgeht. Aber was man halt eben auch sieht, und das hatte ich heute Morgen auch gezeigt und will ich jetzt auch nochmal kurz erklären, auch wenn jetzt hier der DAX aufmacht, aber ich lasse den mal kurz, weil der ist für mich hier gerade so ein bisschen im Nirvana, auch wenn die zwei, ich muss ja hier ein bisschen was gehandelt kriegen auch, 274 hatte ich gesagt, das wäre so der Punkt, und da muss er erstmal drüber, also heute Morgen ganz kleine Positionen hier, Thorsten und ich haben es da so ein bisschen abgesprochen. So, das war jetzt die 30-Minuten-Kerze. Gut, die ist aber eigentlich gültig für Kassa. Von daher gehe ich fast davon aus, der haut uns hier ab. Macht aber nichts. Der Euro ist ja erstmal am Start. Von daher alles gut. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Also, was man hier aber sieht im Daily, und das sollte man halt eben nicht einfach ignorieren. Wenn man, hier mal kurz den Stop einstellen. 7 Punkte sollte reichen. So. Und das im Daily nochmal kurz zu zeigen, das darf man halt auch wirklich nicht ignorieren, sowas. Wir haben halt hier auch eine Aufwärtsbewegung, hier eine kleine Korrektur nach unten, ja, auch wenn man das so vielleicht mit dem ersten Blick überhaupt gar nicht wahrnimmt, ja, aber es sind dann einfach genau diese kleinen Geschichten dazwischen, die im Endeffekt aber halt wunderbar funktionieren, also sowohl um Entscheidungen zu treffen oder halt auch als, um das Ganze zu handeln. Was wir hier haben, ist auch eine kleine Korrekturwelle hier im Tageschart, dann dieser Ausbruch nach oben und dann ist was passiert? Wir haben hier eine Verletzung, ganz klar, von diesem Tief und zwar mehrere Male. Also hier relevant waren für mich zwei Verletzungen an der Stelle, die schon deutlich hier drunter gegangen sind mit tieferen Tiefs. Und von daher kann das schon ein gutes Indiz dafür sein, dass es hier auch eben tatsächlich dabei bleibt, ja, dass hier nichts mehr kommt, dass er dann vielleicht nur noch mal versucht, hier irgendwo das Hoch, halt beziehungsweise die Eröffnung von gestern zu erreichen. Das ist dann auch in etwa die 13288. Das wäre so mein Premium-Short eigentlich an der Stelle. Und dass er das versucht, nochmal hier oben hin und dann kann es einfach sein, dass da nichts mehr kommt. Und wenn sich das dann jetzt hier im ersten Anlauf bestätigt, ja, also wenn er jetzt wirklich versucht, hier ohne Rücksetzer in der Etage tiefer die 288 da oben mitzunehmen, beziehungsweise rauszunehmen, glaube ich, das gelingt eher nicht. Und dann würde sich das Bild nämlich für meine Begriffe könnte sich dann wirklich so fortsetzen. Ich versuche mal hier kurz einen Skype zu machen. Die 274, das ist einfach nur hier dieser Peak von gestern. Ja, sieht man, der ist zur Kassazeit entstanden, also könnte auch zur Kassazeit handelbar sein. Das ist genau hier jetzt. Mit einem Limit Pullback, wie man sieht, die wird mit nach oben gezogen. So, erstmal Markt drin. 7 Punkte Stop. Kann nicht viel passieren. Und wenn er das jetzt macht, dann wäre halt so ein erster Anlaufpunkt hier unten einfach der S1 aus dem Stundenpivot, den er halt hier mal anlaufen könnte. Weil, also, was man ja auch wirklich oft beobachten kann, ist, dass funktionierende Long-Ausbrüche beginnen mit einer Abwärtsbewegung, nicht mit einer Aufwärtsbewegung. Das heißt, ist auch eigentlich ganz klar, ja, weil niemand will zu teuer einkaufen und gerade die Institutionellen, die den Markt ja halt letzten Endes steuern, wenn die eine große Position haben, die springen ja nicht irgendwo auf den Zug, wo das Ding schon rennt, sondern die sagen, ich bezahle das für den DAX und oder das hier unten und das war's dann halt, ja, und keinen Cent mehr. Und deswegen ist jetzt hier an der Stelle, also erstmal haben wir hier den Punkt von gestern, deswegen, der kann reagieren nach unten, das wäre jetzt der Ansatz Nummer eins. Das zweite ist, dass eben die größeren Marktteilnehmer eher versuchen würden, halt hier den DAX halt günstig zu erwischen, sofern die ein Interesse daran haben, überhaupt noch den DAX zu kaufen. Ja, das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Wenn die aber jetzt halt nur noch Interesse haben, das Ding zu verkaufen, ja, dann werden sie es höchstens supporten bis an irgendeine Grenze und werden dort alles raushauen, was halt noch irgendwie geht, ja, wenn das jetzt hier halt wirklich tatsächlich zu Ende sein sollte. Und das ist halt auch mit ein Grund, warum ich sage, wenn man eine Bewegung direkt nach oben hat, ja, geht die in den meisten Fällen nicht auf. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wenn jetzt hier nach oben durchläuft, mich jetzt hier auch abschießt, dann sage ich danke.
weil das ist erstmal eine Bestätigung dafür, dass der nächste Short höchstwahrscheinlich besser laufen wird als der hier, weil wir nämlich genau das dann haben, viel zu teuer an der Stelle und überhaupt kein Interesse, dann da oben noch irgendwo was nachzulegen. Also es ergibt einfach gar keinen Sinn mehr. Und das ist halt eben so ein Grund. Und was ich halt morgen auch geschrieben habe und was dazu eben auch passt, ist, dass wenn wir jetzt halt hier, wenn er jetzt versucht, ja, also hier erstmal neu tief zu machen und hier den letzten Anker bei 13.191 nimmt, dann hat das Ding durchaus Chancen, hier oben durchzugehen. Ja. Also dann kann es sein, dass die 13.329 auch nicht halten wird. Dann kommt natürlich hier kommt ein ganz anderes Volumen auf, weil es natürlich halt wesentlich interessanter ist, ganz profan, günstiger sich einzudecken als teuer. Ich denke, es ist ja für jeden nachvollziehbar. Egal, was es ist, niemand will ja halt irgendwas zu teuer bezahlen. Egal, was es ist, ob das jetzt ein DAX ist oder ein Sackreis, ja, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. So, aber erstmal sehen wir hier vom rein vom Scalping-Ansatz, das funktioniert. Und deswegen halt so hier, next, das wäre jetzt so ein klassischer Anlaufpunkt, das wäre der S1 aus dem Stundenchart oder halt eben das Tief, was wir halt hier vorhin hatten. Dieses Tief ist übrigens die 61, vom Gap, vom Future Gap. Und da ist er vorhin abgeprallt. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich jetzt gerade ein bisschen langsam. Das ist immer so der Nachteil, wenn man halt Webinar macht, dann drückt man nicht unbedingt schnell genug auf den Knopf. Aber schauen wir mal. Wenn nicht, wer aufgepasst hat, der hat jetzt hier schon ein paar Punkte auch mitnehmen können. Beziehungsweise darf er ja nicht, weil, wie der Nelson ja vorhin gesagt hat, ist ja keine Handelsempfehlung. Muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also vielleicht hat ja jemand einfach dieselbe Idee gehabt und das genauso gesehen. Und auf jeden Fall ist es mit Sicherheit rein fachlich kein Fehler gewesen, jetzt hier Short zu gehen. Das ganz sicher nicht. Und so viel Luft braucht er da oben eigentlich auch nicht. Neues Hoch muss er nicht unbedingt machen, weil wenn er das macht, dann macht er wahrscheinlich hier das nächste Hoch auch. Deswegen ziehe ich den gleich mal runter. Dann haben wir hier noch irgendwie 5 Punkte. Ja, und der Euro tritt die Reise an. Der läuft erstmal ganz nett da oben raus. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, ich lasse den DAX mal ganz kurz. Ich weiß, das ist jetzt ganz schön viel Input auf einmal, aber die Märkte warten jetzt hier auch nicht unbedingt, ja, bis ich jetzt hier fertig mit Reden bin. Deswegen auch nochmal ganz kurz den Euro. Auf den DAX komme ich gleich nochmal. Hier sieht man jetzt halt, das ist jetzt hier wieder so ein Kontext, der entstanden ist. Der wird hier eingezeichnet, automatisiert. Und der sagt jetzt zum Beispiel, hier oben ist meine maximale Bewegung von der 5-Minuten-Kerze. Ja. Da sollte der nicht unbedingt drüber. Das wäre jetzt kein Short. Ja. Also außer man sucht einen Short, dann wäre das auf jeden Fall zumindest im 5-Minuten-Takt ein potenzieller Entry. Aber typisches Verhalten wäre jetzt zum Beispiel, dass die 5-Minuten-Kerze da oben rausgeht und hier schließt. Oder halt eben maximal bis dahin läuft. Das werden wir gleich mal sehen, ob das funktioniert. Aber wie gesagt, sehr oft recht gut. Und was man hier aber zumindest deutlich sieht, ist, dass der sich halt immer in Ranges ja auch bewegt und auch schwer tut, irgendwie eine Range zu verlassen. Egal in welche Richtung. Also in die entgegengesetzte Richtung noch viel mehr. Das ist noch wesentlich schwerer. Aber auch nach oben raus bremst es halt immer. Immer an solchen Ranges. Und die muss man natürlich halt suchen, wo sich sowas bildet, um das entsprechend auch handeln zu können. Und was man hier halt auch schön sieht, ja, wo man vorhin so irgendwie hätte denken können, oh, der geht short. Nö, der hat halt hier einfach echt sich nur innerhalb der Range bewegt, innerhalb den Grenzen. Und der Stundenkontext ist long, der Tageskontext noch nicht so wirklich, der braucht noch ein bisschen. Aber das hat eben dann halt Priorität und wird auch halt rein von der Wahrscheinlichkeit auch immer tendenziell in die Richtung laufen, wo der Kontext halt einfach da ist. So, jetzt müssen wir wirklich mal gucken. Wir haben hier noch 50 Sekunden etwa, ne, 40, die Uhr geht ein bisschen falsch. So, die 5-Minuten-Kerze, weiter als hierher sollte die nicht kommen. Hier ist jetzt auch der R1. So, das heißt, die bleibt jetzt hier höchstwahrscheinlich stehen. Da ist mein Zielbereich, deswegen. Naja. Und wenn der sich jetzt hier oben drüber etabliert, also hier drüber schließt, über dieser Range, dann haben wir eine neue Range und das Ziel von der wird wahrscheinlich schon hier oben das neues Hoch sein. So, aber ich lasse den mal. Weil danach kann man natürlich auch trailen. Und hier gibt es ja auch, da hat letztens auch einer die Frage gestellt, was ist dieser neue Trailing Stop? Der heißt, da gibt es einen neuen Trailing Stop, der heißt Priax.
Der macht genau das. Das heißt, der findet solche Ranges und trailt nach denen. Ja, und da kann ich halt einstellen, was weiß ich, in Punktenabstand zum Beispiel, kann ich dem sagen, trail mir hinter dieser Range hinterher. Kann ich ja mal kurz zeigen. So würde er jetzt hier mit einfach mal zwei Punkten, ich aktiviere den mal, damit man das mal sieht. Ja, das heißt, er hängt sich jetzt zwei Punkte unter diese Range. Das macht dieser Trading Stop. Ich kann dem aber auch sagen, minus 0,7. Ups, das war falsch an der Stelle. Dann hat er nämlich die alte gesucht. Bin ich jetzt ein bisschen zu spät rein. Ich verplapper mich hier so ein bisschen, vergesse hier den DAX die ganze Zeit. Ja, das ist immer diese Herausforderung oder Kunst, wenn man halt irgendwie ein Webinar macht, da halt irgendwie alles noch im Auge zu behalten. So, aber hier erstmal hat der R1 hat erstmal gehalten, aber auch hier von allem mal abgesehen, muss man natürlich ganz klar sehen, wir haben hier halt hier eine Wellenbewegung, die hat hier das relativ tief gebrochen ist nach unten und da ist jetzt nicht mal einfach durchlaufen, ja, ganz klar, weil hier haben wir eine Abwärtsbewegung. Die muss erstmal hier rausgenommen werden, ja. Und deswegen ist natürlich auch ein Grund mehr, warum es jetzt hier erstmal bremst, aber wir sind halt auch hier auf 5 Minuten im kleinen Timeframe unterwegs. Ich habe ja gesagt, ich bin eher auf Stundenbasis unterwegs, aber auch da sieht man massive Abwärtsbewegung. Da geht es nicht so einfach oben raus, ne? Das ist ganz klar. Auch wenn der Kontext hier long ist, das sollte auch tendenziell nach oben auflösen. Das heißt jetzt aber nicht, dass es das unbedingt jetzt sofort hier am Stück macht. Ja, kann genauso gut sein, dass jetzt nochmal hier runterläuft und dann nochmal irgendwie Schwung nimmt und das erst dann halt funktioniert. So, wie gesagt, hier DAX die ganze Zeit festgequatscht, hätte ich schon längst eintüten können, weil sollte ja auch nur ein Skype werden, aber so ist es halt, wenn man halt dabei reden muss. Der Thorsten kennt das, ne? Thorsten sagt gar nichts mehr. Auch gut. So. Der kennt das zur Genüge. Bitte? Der kennt das zur Genüge. Ja, ja. Ich meine, ich hätte ihn ja echt schon ein paar Mal mitnehmen können. Aber es geht halt wirklich nicht alles gleichzeitig. Also ich wollte ja hier nur irgendwie ein paar Punkte nach unten und nicht unbedingt, ich glaube, ist er dahin gelaufen? Nee, hat das Ziel nicht ganz erreicht, aber trotzdem hätte man es nicht unbedingt nochmal, wenn es eh nur ein Skype ist, ins Minus laufen lassen müssen. Muss nicht sein. So, jetzt wir sind eben nicht multitaskingfähig. Dieses weibliche Gen fehlt uns. Das behaupten die Frauen. In Wahrheit können sie sich nur nicht konzentrieren. Das ist alles. das ist ja nicht so ganz unwahr. Ja? Also Multitasking gibt es nicht. Du hast nur ein Gehirn und das Gehirn kann nicht irgendwie zumindest nicht bewusst mehrere Prozesse abarbeiten. Das funktioniert nicht. Das kann das Unterbewusstsein vielleicht, aber auch da ist es in Wahrheit so, dass halt letzten Endes alles immer nur ganz schnell nebeneinander läuft, aber halt nie wirklich zeitgleich. Und von daher, das ist gelogen. Für deine ganzen Frechheiten habe ich 3 Gehirne. Da bin ich ein Krake. Sowas vergesse ich nicht. So, jetzt mal gucken. Ja, wie gesagt, er zeigt es mir hier heute Morgen leider, warum auch immer, nicht die ganze Zeit an den Kontext. So, aber 15 Minuten hier mal umgeschaltet, sieht man das halt auch. Das gleiche in grün. Wir haben jetzt aber auch die 15-Minuten-Kerze. Von daher vielleicht auch hier ein ganz nettes Beispiel. Da geht es jetzt auch darum, die Range zu verlassen. Er klebt jetzt erstmal fest, hängt tatsächlich mit der Uhrzeit zusammen, weil jetzt gleich eben 9.15 Uhr ist und dann die 15-Minuten-Kerze fertig wird. Das ist eigentlich total simpel. Und wenn man das mal beobachtet, wird man das immer wieder sehen. Das halt, und deswegen ist mir auch Timing immer so wichtig, weil letzten Endes muss das Bild dann aufgehen, wenn die Kerze fertig wird und nicht irgendwie eine Stunde vorher. Ja. Und deswegen ist es auch egal, was um 9.01 Uhr passiert, wenn ich die 10 Uhr, wenn ich die 9 Uhr Kerze haben will, die um 10 Uhr fertig ist. Es spielt eigentlich nur noch eine Rolle, was um 9.55 Uhr passiert. Alles andere ist völlig egal. Und deswegen ist jetzt auch hier umso wichtiger, was jetzt halt hier passiert um 9.14 Uhr. Geht er jetzt da oben raus oder eben nicht. Und gleichzeitig wird die 5-Minuten-Kerze fertig. Da sollte er auch nicht unbedingt hier drunter schließen. Ja, also unter diesem Punkt, weil es halt hier einfach der letzte Kontext auf 5 Minuten ist, da sollte er auch nicht unbedingt drunter. Mal gucken, wie er damit umgeht. Also wenn es jetzt in einem Rutsch halt laufen soll, ne? Nur deswegen. Das heißt jetzt nicht, dass es hier plötzlich short geht, weil kann genauso gut sein, dass es hier nochmal ein Test von diesem Punkt kommt und dann wieder halt hochzieht. Das ist alles völlig okay, weil auf 15 Minuten wird nichts passieren, was irgendwie relevant ist, auch wenn da jetzt dann so eine Art Shooting Star da halt rumhängt, das ist total egal.
Und weil der schließt einfach nur innerhalb der Aufwärtsbewegung. Das ist keine Abwärts, das ist hier nur, das ist nichts. Ja. Und deswegen funktionieren auch meines Erachtens Shooting Stars nicht, also oder sind zumindest nicht relevant, nicht, wenn sie in so einem Kontext halt stehen. Und auf 5 Minuten hat er es jetzt so ein bisschen gedreht. Das heißt, hier sieht man es jetzt auch, ne? Also da ist jetzt halt mal eben kurz das Ganze nochmal auf Short gedreht. Das heißt, bei dem, der kann jetzt hier hin nochmal laufen oder kann halt auch die letzte Aufwärtsbewegung auch nochmal durchlaufen. Das spielt alles keine Rolle. Das hilft immer nur so ein bisschen dabei, zu beurteilen, wo man sich halt gerade befindet, weil ich bin gedanklich in meiner Aufwärtsbewegung, so oder so. Ja, und bewahrt auch so ein bisschen davon halt, falsche Entscheidungen zum falschen Zeitpunkt zu treffen. Und hilft auch schon mal dabei, die Füße ein bisschen stillzuhalten und sich nicht irgendwie vom Markt nervös machen zu lassen. So, der DAX bewegt sich fast überhaupt nicht hier. Das ist so ein bisschen schade. Ich würde vielleicht mal ganz kurz reingrätschen wollen, wenn ich darf. Darfst du. Ich würde mich nämlich ganz gerne verabschieden, weil meine Zeit ist auch rum. Wie, deine Zeit ist um? Du bleibst mal schön hier. Nee. Ja, natürlich. Ich habe dir auch die ganze Zeit zugehört. Kannst du jetzt auch mal machen hier. Kannst du noch was lernen. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel, weil bei 1100 Leuten hat man ja auch ein bisschen was zu tun, ne? Also, wenn es nicht so schlimm ist, würde ich mich ganz gerne verabschieden, will. Nelson, ich weiß nicht, ob es für dich okay ist. Wenn du gehen musst, klar, ich werde dich nicht aufhalten. Ich glaube, das Wichtigste von unserem Handelsansatz, von unserer Strategie haben wir auch gezeigt. Wir sehen gerade jetzt, dass was Dirk gerade präsentiert hat, entspricht fast, auch wenn wir unterschiedlich handeln, entspricht ungefähr dem, was wir auch gemacht haben. Die Zielbereiche oben und unten wurden jetzt ganz sauber auf den Tick genau irgendwie nochmal abgearbeitet. Einer oben, einer unten. Und damit ist mein Setup für heute auch durch. Meine Zeit ist in der Regel zwischen 9:30 und 10 morgens abgelaufen. Dann bin ich durch mit der Nummer. So wie es ja eigentlich, so wie man jetzt auch sieht, oben die Marke auf den Tick genau, die knappe 47, 46,4 war der obere Zielbereich, der angelaufen werden sollte. Und damit wäre auch die Nummer von unten nach oben durch gewesen. Und dann ist es das auch gewesen. Das war auch das, was für mich wichtig war oder was für mich hier interessant war, dass heute einfach mal zu präsentieren. Ich hoffe, das war soweit in Ordnung. Wenn Fragen sind, wie gesagt, ihr kriegt von uns eine Nachfassmail die nächsten Tage und dann sehen wir uns, glaube ich, wieder. Ich glaube, Nelson hat das nächste angesetzt am 18. Januar. Genau, richtig? Da werde ich auch noch ein paar Worte gleich dazu verlieren. Korrekt. Mhm. Alles klar. Wir sehen uns wieder am 18. Januar. Ich werde mich dementsprechend darauf vorbereiten, dann werden wir auch dementsprechend die Position handeln nach den gleichen Setups. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant gewesen. Dann freue ich mich, wenn ich den am 18. Januar hier wieder begrüßen darf, wenn es dann heißt Scalpen mit System. Euch allen frohe Weihnachten und ganz, ganz vielen Dank, Dirk, dass ich hier dabei sein durfte. Vielen Dank für den Stereo-Trader, den wir jetzt seit 1,5 Jahren nutzen. In diesem Sinne, euch frohe, gesegnete Weihnachten. Genießt mal die Feiertage, vielleicht auch mal ohne Charts. Und wir sehen und hören uns wieder, für die, die hier neu sind, am 18. Januar. Wir selber machen morgen früh noch unser Live-Trading. Alle, die hier da sind, können sich gerne bei mir melden. Die können morgen früh kostenlos dabei sein. Das wird das letzte Live-Trading sein. Und morgen Abend um 18.30 Uhr machen wir unser diesjähriges Glühwein-Webinar mit Rückblick auf 2017 und Ausblick auf 2018, wozu ich alle herzlich willkommen heiße. In diesem Sinne, meldet euch über unsere Homepage einfach an. Daten kriegt ihr heute ja nachfassen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schönen Tag, noch viel Spaß mit Dirk. Kitzelt euch noch ein paar Punkte raus. Dirk macht das sehr gut, da seid ihr in guten Händen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Jahr. Tschüss, tschüss und moin, moin. Ja, schade. Danke, dass du da warst. Aber sehr schade, dass du schon gehst. Ja, aber trotzdem, nochmal vielen Dank. Und wir sprechen uns ja ohnehin sowieso. Aber dann mach dir mal noch einen schönen Tag. Mach nichts kaputt. Danke, Thorsten. Nein. Alles klar, danke, ciao. Tschüss. Danke, ciao. Dankeschön. So, dann komme ich nochmal kurz zurück. Hier nochmal im Euro. Ja, da sieht man
hat jetzt hier wirklich sehr schön funktioniert, ist bis hier unten hingelaufen, hat wieder auch hier im kleinen Timeframe das Bestreben gehabt, in die letzte Range zurückzulaufen. Und deswegen sind sowas dann halt, wenn man nur skypen will, sind das sehr, sehr schöne Skypes, die man machen kann, wenn man halt, das geht auch ohne den Indikator, man muss ja einfach nur gucken, wo bildet sich ein Außenstab und wo ist eine Range entstanden. Und solche Ranges werden halt in der Regel immer verteidigt. Und deswegen ist es halt relativ einfach handelbar. Und auch eben bei der Betrachtung, wenn man jetzt halt was Größeres will, eine größere Bewegung, um die geht es ja hier eigentlich, ja, das ist jetzt halt tatsächlich hier ein Entry, der eigentlich auch hochlaufen könnte bis zu 1,20. Ja, das wird jetzt natürlich jetzt nicht in der nächsten halben Stunde machen, das ist auch klar. Aber halt, das hat schon seine Berechtigung, ja, warum das so ist. Weil wir uns halt eben im Stunden-Timeframe halt bewegen. Und da muss er eigentlich nur noch oben raus und dann wird die nächste Stunde beziehungsweise der nächste Kontext oder die nächste Range gebildet. Und ein stabiler Trend läuft immer in Ranges. Der läuft nicht rauf, runter, kreuz und quer, sondern bildet Ranges, ja, wo halt dann manche meinen so, ah, der klebt an einer Stelle und ja, das ist genau das. Das sind Ranges und das zeigt einfach nur Stärke und sowas kann man auch handeln. Also man geht einfach wirklich am unteren Ende von so einer Range, geht man ganz einfach dann halt long, ja, also in der Long-Bewegung. Mehr muss man da gar nicht tun, weil man sieht es ja halt, wenn man da drauf guckt auf so ein Bild, das wird ja immer, wird ja jeder kleinste Rücksetzer wird gekauft, klar, weil halt dann offenbar dann halt entsprechendes Volumen da ist von entsprechenden Marktteilnehmer, die einfach nur alles da irgendwie in den Markt reinkriegen müssen, so billig wie geht. Und wenn das Interesse halt groß ist, dann gibt der auch nicht mehr nach, ja, dann kommt so ein, speziell so ein Dow Jones, bei dem sieht man das ja ganz deutlich immer, der klebt ja immer an irgendeiner Marke stundenlang und geht zum Schluss dann halt durch. Und das ist eigentlich sehr schön zu handeln, sowas. Ja. Und das ist auch nicht irgendwie merkwürdiges Marktverhalten, sondern es ist einfach eigentlich ganz normal. Und im Euro sieht man das jetzt Gott sei Dank auch nochmal heute, weil die ganze Zeit war es ja ein bisschen auf und nieder. Aber das ist eben das auch mit so einem Grund, warum ich sage, so, das ist eigentlich relativ stressfrei hier long zu suchen. Selbst wenn der jetzt hier nicht funktioniert und der unten nochmal hin will, ich würde mir da unten sofort den nächsten suchen, ja, weil ich ja weiß, die Range, so ohne weiteres, bricht die halt nicht, ja. Und von daher kann man das genauso handeln. Man muss nicht immer irgendwie großartig in Wellen und Rücksetzern und Korrekturen denken, sondern wenn man eine Range findet und da reingeht, ist es halt wesentlich zielführender, wie wenn man halt irgendwie den passenden Rücksetzer aussucht. Also das heißt, zielführend, das ist risikoärmer, wesentlich risikoärmer, weil bei Korrekturen weiß ich nie, wie weit sie läuft. Und ich weiß vor allen Dingen noch nie, ist das noch eine Korrektur oder macht er mir jetzt meinen Trend kaputt? Das ist immer das Problem. Kann natürlich auch beides funktionieren, ja, gar keine Frage, aber ich bin schon so ein Fan von Ranges. Und im DAX hatten wir das ja genauso letztens, wo es ja darum ging, da war ja halt auch irgendwie ein Long, haben wir da gehandelt von 13.083, glaube ich, irgendwie späten Nachmittag noch, wo ich gesagt habe, das Ding geht hoch auf über 200 und auch einfach nur Range ausgebildet, in die Range rein, long, so, stop einfach unter die Range und zum Schluss hat er genau das aber auch gemacht, hat die Range verteidigt, die nächste gebildet, ist am nächsten Tag gelaufen, über 200. Das war vor den NFPs übrigens, das hat man beim NFP Live Trading ja auch noch gesehen. So, der DAX bietet mir hier nicht wirklich eine Möglichkeit, irgendwas sinnvoll zu handeln, außer den kleinen Short von eben. Will jetzt wahrscheinlich hier runter, aber wo sind wir hier? 15 Minuten. Aber auch hier, ne, muss man halt leider auch dann feststellen, hier gibt es halt auch eine Range, die sich hier gerade so ein bisschen bildet. Und auch wenn der generell Short ist, ob der da freiwillig rausgeht, das steht halt auch auf dem anderen Blatt. Ja. Wenn man die jetzt mal hier zeichnen würde, einfach mal auf den Schlusskursen mit einer 5-Minuten-Kerze, sieht man schon, gibt direkt wieder hier eine Gegenwehr. Und das ist halt auch immer so ein Ding, wenn man sagt, so, ja, der geht bestimmt und dies und das und jenes will, da unten runter, ja, will der, aber wie handelt man das? Und wenn man es handelt, dann gehört der Stop ganz klar immer über die Range, ja, und es hat hier so für meine Begriffe ein bisschen viel Risiko mit, wo sind wir hier, 49, 38, sind über 10 Punkte, könnte man jetzt rein nach CRV machen, weil wo ist ein sinnvolles Ziel, Tagestief eher nicht, wenn dann halt hier unten der Future Close, der Kassaschluss oder tatsächlich die Runde, ne? Also die Runde 12.200. So, könnte man machen. Wir kriegen jetzt hier einen Impuls.
Gut, vielleicht mache ich den einfach wirklich mal ganz klassisch je nach CRV. Aber auch hier setzt erstmal auf der Range auf. Gucken, wenn er die 5-Minuten-Kerze, die jetzt ein bisschen Rücklauf bekommt, würde ich hier reingehen. Ja, aber das sind wir halt auf jeden Fall noch in der letzten Abwärtsbewegung. Ich habe eine neue Facebook-Nachricht, das ist ja schön. So, fällt aber tendenziell durch. Du musst hier das Timing ein bisschen im Auge behalten. Es ist zu früh für die 5-Minuten-Kerze. Für die 30-Minuten-Kerze ist es okay. Aber für die M5 nicht. Ja, weil das hier auch aus Kassasicht einfach mal kurzes neues Tagestief. Mehr ist nicht passiert. Und wie ich ja eben gesagt habe, so relevant sind halt echt immer das. Für die 5-Minuten-Kerze wäre jetzt relevant. Die letzte Minute für die 30-Minuten-Kerze, wenn er hier größeres vorhat, kann das natürlich passen. Kann sein, dass ich den dann nicht mehr bekomme als Short. So, der Euro läuft noch ganz nett, ne? Der war noch gar nicht so schlecht an der Stelle. Das mit einer vernünftigen Position gemacht hat und da so ein bisschen drauf geachtet hat, war das hier vielleicht ganz hilfreich, was ich dazu gesagt habe, warum man sich da nicht irritieren lassen sollte. Aber hier sieht man auch, ja, es ist gleich in grün wieder, ja. Das ist ja einfach nur die Extension von der letzten Range. Da oben wird gebremst. Haben wir aber auch ein neues Hoch jetzt hier seit der Eröffnung. Und der hat jetzt gute Chancen, da nach oben auch abzuhauen. Und wir haben nicht nur ein neues Hoch seit der Eröffnung, sondern wir stehen gerade am Tageshoch von gestern. Ja, das ist doch sehr schön hier. So, und da geht es jetzt auch darum, auf Stunde muss er halt hier drüber schließen. Und dann kann das Ding auch weiterlaufen. Also mehr muss die Stundenkerze jetzt auch gar nicht mehr können. Die kann sich jetzt hier in der nächsten halben Stunde oben festfressen. Hauptsache steht nachher nach der halben Stunde da oben drüber. So, ein bisschen mehr wird aber wahrscheinlich schon noch passieren. Weil das wäre ansonsten hier so ein bisschen früh. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, was machen wir mit dem DAX? Den jetzt shorten würde bedeuten, wir haben einen Stop von irgendwie 20 Punkten. Muss man sich überlegen. Ne? Das ist halt hier 40 Punkte runter. Den haben wir noch nicht gesehen. Den S1. Der kann noch mal ein bisschen was bringen an Reaktion nach oben. So, machen wir es mal so rum. So, ich habe hier irgendwie gar nicht die Fragen auf dem Schirm. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne einwerfen. Ja, das sind ein paar Fragen an dich gerichtet. Ja, gehe ich bei 3191 Long im DAX. Ja, ich bin ja da so ein bisschen im Zwiespalt mit mir selber. Ich bin ja noch short von da oben von der 13329. Mir reicht diese Korrektur eigentlich nicht, ne? Um da halt wirklich davon auszugehen, dass der da unten durchfällt. Von daher vermute ich, würde ich mal sagen, ja, ich werde da wahrscheinlich long gehen bei 191. Das kann schon, das macht schon Sinn. Also ich habe halt auf einem anderen Konto halt eben eine inzwischen größere Position short und von daher handle ich dann natürlich so ein bisschen gegen mich selbst, aber da muss man sich halt auch, glaube ich, von frei machen, weil ich habe ja doch ein anderes Ziel, was den DAX da halt angeht, weil wenn der fertig hat, ja, und wenn der unter 13.200 geht, und dann stehen wir auch relativ schnell unter 13.000. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also jetzt nicht 13.191, das reicht nicht, aber 13.147. Wenn wir da erstmal stehen, dann gehen, glaube ich, die Lichter relativ schnell aus im DAX. Und dann kriegen wir eine Weihnachts-Endrally, eine Jahresendrally in eine ganz andere Richtung. Wobei dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren wird, ja.
allein schon wegen den ganzen Fonds und so weiter, der wird dieses Jahr wahrscheinlich ja nicht mehr drunter purzeln, könnte aber dann einfach direkt im Januar dann in diese Richtung halt losstarten. Von daher, so 30, oh Mann, ich laber mich hier einfach echt zu fest, 30 Minuten Impuls, glatt verpasst. So, weil man hat immer, das hatte ich gestern ja auch nochmal geschrieben, einfach nach 30 Minuten immer die größten Bewegungen, impliziert der logischerweise halt auch die Stundenkerze. Den hätte ich jetzt gerne gemacht hier. Mann. Das ist schade, auch wenn der Euro läuft, ja, aber der ist jetzt nicht hier unbedingt für Skyping gedacht. So, hier wird doch wahrscheinlich jetzt eher nichts mehr großartig halten. Also wir haben jetzt hier zwar den Kassaschluss von gestern, aber es ist völlig egal. Also es sind ja auch immer so Punkte, wo man sagt, ja, da gehe ich rein, weil es doch Kassaschluss reagiert immer. Klar, kann sein, dass jetzt hier irgendwie ein paar Punkte nach oben rennen. Ich gehe aber davon aus, dass der hier unten durchfällt, machen wir auch gerade schon, ja. Und das war jetzt noch nicht viel, ja, aber es gibt überhaupt gar keinen Sinn, warum der jetzt hier halten sollte. Weil wir halt hier nun mal mittlerweile eine Abwärtsbewegung sind. Wir haben hier eine Korrekturwelle und da kann der einfach nach unten durchrutschen und gut ist. Braucht er sich gar nicht so anzustellen hier. So, was man aber machen könnte, ist eben 1,91. Ich will doch mal kurz zeigen, warum. Nicht, weil wir knapp unter 100, unter einer runden 100er Marke sind, sondern, vielleicht schaffe ich den jetzt wenigstens mal schnell genug, das ist die Aufwärtsbewegung im 4-Stunden-Chart. Ja, da fängt die an. Und deswegen ist das auch so ein bisschen letzter Anker, letzte Bastion. Und was da halt halten könnte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier auch Gegenreaktionen auch bekommen werden. Dass da so ein bisschen was passiert. So, und vor allen Dingen wäre das auch, wenn man halt von Stopfishing redet, Thorsten hat ja eben auch schon was dazu gesagt, ich bin da auch kein großer Freund von, aber wenn man das halt so sehen möchte, ja, und hier die Long-Kandidaten halt nun mal liegen oder am Vortagestief, dann wäre das natürlich einfach mal rein rechnerisch halt hier mit 20 Punkten durch der klassische Stopfischer, ja, wenn man das so sieht, woran ich halt nicht glaube, also dass das halt irgendwie tatsächlich so passiert, sondern es ist halt einfach nur so, dass wir halt eben bei 13.191 eine massive Aufwärtsbewegung begonnen haben. Und deswegen solltet ihr auch erstmal halten. Davon gehe ich mal aus. Und was mir eben nicht gefallen wird. Ich muss reingrätschen, wenn ich darf. Ja. Ah, du bist ja noch da. Ah, sehr schön. Ah, ich habe ja nur mein Telefon ist ja aufgeschaltet. Ja, aber warte mal ganz kurz, Thorsten, bitte. Ja. Aber was man hier jetzt noch beachten muss, natürlich ist, dass wenn man jetzt halt tatsächlich die 13.329 auch geschortet hat, ja, das war das, was ich vorhin gemeint habe, wenn die hier reagieren, ja, dann kann das halt entsprechend auch dahingehend ausarten, dass wir diese ganze Bewegung von der 4-Stunden-Kerze nochmal kriegen. Und wie man sieht, die endet eben auch bei 13.288. Das war ja mein eigentlicher Short-Entry, ja. Der ist dann allerdings in Gefahr. Also das heißt, wenn wir hier eine Reaktion kriegen, also ich hoffe, dass die irgendwie nur ein paar Punkte hochreicht und dann wieder durchfällt, ja. Ich werde hier nicht anfangen, Long aufzubauen, weil da bin ich so ein bisschen, im Streit mit mir selber dann. Aber wenn die jetzt hier funktioniert, könnte es sein, dass der Big Short sozusagen nicht funktioniert und dass diese ganze Bewegung hier wiederholt wird, diese Aufwärtsbewegung. Und solche Bilder sieht man eben oft, dass wenn man solche massiven Bewegungen hat, dass die halt gerne wiederholt werden. Und das ist auch genau das wieder, was mit der 13.329, wir hatten dort eine massive Abwärtsbewegung, ja. Und da kann es natürlich auch sein, dass die wiederholt wird. Und deswegen ist es natürlich möglich, dass wir hier erstmal ein paar Tage hin und her schieben. Das kann sein, weil es gibt nun mal Marktteilnehmer, die hatten und haben jetzt schon mehrfach ihr Interesse da oben halt gezeigt, dort zu verkaufen. Und dann gibt es aber auch welche, die haben hier ziemlich deutlich gezeigt, dass sie kaufen wollen. So, bis das ausdiskutiert ist. Und das sind genau solche Bereiche, die in einer Seitwärts-Range enden können. Und wenn das passiert, kann man das auch dann im Nachhinein dann auch so argumentieren, dass man dann sagt, ja, hier vor Jahresende wird der DAX nicht mehr fallen gelassen, rein kosmetische Gründe. Würde sogar dazu passen, ob das so ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber das wäre halt einfach die simpelste Erklärung, warum hier halt wirklich ein Geschiebe halt entstehen könnte. So, Thorsten, jetzt darfst du. Ich wollte auch nur ganz kurz, ich habe euch ja die ganze Zeit zugehört,
Wollte nur ganz kurz darauf verweisen, dass genau diese Setups, die wir heute früh hatten, unten die 28 und dann nach oben das Ziel, die... Jetzt muss ich leider wieder unterbrechen, weil wir sind nämlich genau hier bei der 9. So, mal gucken. Also wir haben schon direkt eine Reaktion hier im ganz kleinen Timeframe. So, Order aber nicht erwischt. So, wird jetzt hier Market reingehen. Die habe ich ein bisschen zu genau gesetzt. Aber das sind eben genauso die Entries, ja, wo man sich vielleicht immer wundert, wie machst du das mit 5 Punkten Stop-Loss? Genau so. Ja, mehr ist es nicht. Und wie man hier sieht, das ist ja wirklich tickgenau, hat das hier gerade funktioniert. So, jetzt müssen wir gucken, wo haben wir halt eine vernünftige Gegenreaktion. Es geht meistens in 2 Schritten. Man hat meistens Impulsreaktion und dann nochmal irgendwie eine Bestätigung. So, der Impuls, vielleicht ist der hier schon fertig. Ups, nein, ich will keinen Take Profit. Und das kann man auch mehrfach handeln, ja. Also selbst wenn der jetzt hier, ich bin jetzt natürlich arg knapp drunter, ich bin ja nur einen Punkt drunter, ja. Ich gebe dir mal ein bisschen Luft hier. Zack, aber raus. So, das freut mich natürlich sehr für den Short erstmal, dass da jetzt nicht so viel passiert ist. So, da gehen vermutlich echt relativ zügig die Lichter aus. Das sieht doch erstmal gut aus. Weil so tief dürfte der eigentlich hier schon gar nicht runter. Ja, wir hängen hier unter der 4-Stunden-Kerze. So, die nächste wäre jetzt halt hier. Das wäre so der nächste mögliche Anker. So, jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Ja, wenn man da unbedingt irgendwie long skypen will. So, Vortagespivot und eben knapp vor der 4-Stunden-Kerze. Wäre aber gerade ein gutes Beispiel für die Limit-Pullback-Order gewesen, gerade die Bewegung. Ne? Ja, also ich kann, vielleicht kriegen wir die hier, mal gucken, wenn er hier ein bisschen durchgeht. Weil so ein Impuls, der hat schon Bums. Das ist natürlich schön, dass der hier durchgeht. Also schön für den eigentlichen Short. So, hier sieht man es jetzt. Zack, bam, Limit-Pullback. Da hält nichts mehr. Das ist echt, finde ich klasse. Also auch wenn ich jetzt hier Verluste mache, ja, ist natürlich, klingt so ein bisschen komisch, aber ich finde es halt super, weil es geht ja um die Hauptbewegung, ja. Alles andere ist ja bei 147, da sind wir schon. Das ist ja unglaublich. Da wird gerade echt einiges über den Haufen gefahren. Das ist sehr schön. So, 147, here we go. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert, ob da überhaupt noch was passiert oder ob das jetzt gleich stirbt an der Stelle. So, da haben wir jetzt tatsächlich eine kleine Reaktion. Ja, herrlich. Ist noch jemand short von 13329? Mal kurz in die Gruppe gefragt. Ja. Ja. sorry, Thorsten. Wenn ich da schon wieder jäh unterbrechen musste. Nee, alles gut. Ja. Also das hier war jetzt halt wirklich auch oben nur für den Skype gedacht. Ne? Klar, das habe ich ja auch gesagt, nur für ein paar Pünktchen. Das ist natürlich schon böse, was hier abgeht. Aber ich finde es gut. Ich finde es super. Ich glaube, das sehen wir so schnell nicht mehr bei der 13.300. Weil für mich, so, ich mache mal hier kurz das Bild ein bisschen größer, bin nur leider short nicht mehr reingekommen, das ist ein bisschen schade. Aber ich zeige das mal hier kurz nochmal auf Stunde. Thorsten, dann darfst du gleich nochmal. So, was man jetzt hier halt schon mittlerweile relativ deutlich sieht, also wir haben ja hier halt auch nochmal eine Welle, ja, eine ganz kleine. So. 147, das hat funktioniert, ja. Das wären jetzt die 20 Punkte gewesen. Ah, das ist halt echt immer so im Webinar irgendwie gleichzeitig zu erklären, was man eigentlich vorhat, dann halt irgendwie noch handeln. Das wären ganz schnelle 20 Punkte hier gewesen jetzt. Ich hatte es ja vorhin genannt, ne? 13147, da drunter oder ab da gehen für mich eigentlich schon langsam die Lichter aus. Es ist halt immer wichtig, auch die entscheidenden Punkte zu kennen, ja. Und
jetzt nicht unbedingt irgendwie 1000 Marken zu haben, sondern man sieht ja auch hier im Bild, ich habe ja auch nur beschriftet 191, 147 und mehr brauche ich auch nicht. Ja? Also ich brauche nicht irgendwie alle 10 Punkte irgendeine Marke, das ist völliger Quatsch. Und das sind die entscheidenden Punkte. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir hier auch wieder eine Abwärtsbewegung haben und die hier jetzt auch schon unterboten ist. Und 147, das ist hier nur mal ganz grob, auch wenn das nicht ganz stimmt. Und die 147 war halt eben dann auch, da haben wir ein Gap drüber eröffnet, ja, zeige ich mal hier. So, da war ein Gap. Und da haben wir aufgemacht. Und logischerweise, das war halt entsprechend ein Gap, ein Aufwärtsgap ist der Beginn einer Aufwärtsbewegung, ganz simpel. So, und deswegen ist das natürlich halt auch wieder so ein Punkt, der relevant ist. Das heißt, hier kam massiv Volumen rein. Außerdem sind wir hier unter einer Welle, hier an der Stelle, auch wenn sie noch so klein ist. Und aber endgültig vorbei ist für mich die Geschichte dann natürlich, wenn wir die nächste jetzt auch noch knacken. Und das dürfte dann hier so in dem Bereich sein, bei 13.100 etwa. Und dann ist halt irgendwann einfach Schluss mit lustig. So, Thorsten, jetzt darfst du. Ich bin ja eigentlich durch mit der Nummer. Also ich habe meine Shorts immer noch laufen, überhaupt keine Nummer. Ich wollte bloß ganz kurz vorhin mal da reingerätschen und Bezug drauf nehmen, was unsere Setups heute Morgen waren, um auf den Euro mal ganz kurz zurückzukommen. Wir hatten oben die Marken, die abgearbeitet werden sollten, einmal die 46 und dann die 53 und darüber dann die 71. Wir sind ganz sauber auf den Tick genau in die 53 gelaufen. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt, spätestens zu dieser Nummer, sind unsere Setups dann auch durch. Und dann verkrümeln wir uns. Dann haben wir hier in dem Markt für heute nichts mehr verloren. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich kann mich ganz entspannt verabschieden, kann mich um den anderen Kram kümmern. Und das werde ich jetzt damit auch tun. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen, wollte nur ganz kurz auf die Zielbereiche mal verweisen, welche Wirkung die haben, und den Rest können wir morgen früh nochmal im Webinar zeigen. Okay? Ja. Thorsten? Und jetzt bin ich weg. Vielleicht eine Frage noch, Thorsten, vom Teilnehmer bezüglich deiner Bereiche, weil du das jetzt auch gerade angesprochen hast, ob das jetzt nur in deiner Version ist vom Stereo Trader oder ob es auch so eine Art Add-on gibt. Da war die Frage vom Teilnehmer. Die kann Dirk wahrscheinlich eher beantworten. Also die gibt es die gehört zu meinem Add-on Euro Pro. Dort sind die inklusive, dort sind die inkludiert und laufen in meiner Version. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal irgendwie umstellen können. Das muss ich mit Dirk intern mal besprechen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig zugehört. Es ging um irgendwie Versionen. Ne? Also die laufen tatsächlich nur auf der Forex Pro Edition. Das war doch die Frage, glaube ich, ne? Ja. Das ist so, und das, bis da nichts anderes irgendwie entschieden ist, bleibt das auch erstmal so. Das müssen wir tatsächlich mal in Ruhe bequatschen, wie man damit in Zukunft verfährt. So, Euro Long. Ich würde sagen, gut erwischt erstmal, bleibt auch drin. Der Stop bleibt erstmal da, wo er ist. Und entweder die Kiste läuft jetzt hoch, also hier sieht man ja, ne, bremst jetzt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, die Stundenkerze hat halt eigentlich, die muss nicht mehr machen als über der gestrigen schließen. Mehr hat er nicht zu tun. Habe ich ja vorhin gemeint, ein bisschen mehr wird noch passieren, passiert tatsächlich nicht. Aber nur darum geht es gerade. Es geht nur darum, jetzt hier höher zu schließen. Und deswegen muss da jetzt erstmal nichts weiter laufen, hat noch eine Viertelstunde. Die Hälfte von der Restzeit eben hatte schon vorbei, und wenn die darüber schließen, dann ist das Ding in Anführungszeichen safe. Ja, dann soll es auch erstmal ein Stück weit laufen. Und da kann man vielleicht auch mal kurz hier einen Tageschart mal einblenden, wo man denn da Ziele hat. Also hier sieht man auch ganz klar Kontext Long, die letzte. Und wenn man die jetzt mal erweitert, dann sind wir hier oben. Da haben wir auch einen lustigen Pivotpunkt. Der matcht da auch mit ganz gut. Da sind wir bei der 18927. Das wäre so ein wünschenswertes Ziel für heute. Damit wäre das Gap auch zu. Ja, wir haben ja oben noch ein Gap im Euro. Dann wäre das Ding nämlich endgültig zu. Das passt super zusammen an der Stelle. Deswegen sage ich jetzt mal einfach, wir machen heute das Gap im Euro zu. So, wenn das erreicht ist, dann ist hier schon mal viel geschafft. Und wenn man so eine Position gemacht hat, kann man sich dann überlegen, begleite ich die weiter oder mache ich da einfach mal dicht.
an der Stelle. Ich hoffe halt jetzt nur, dass es mit dieser Stundenkerze gelingt, da oben drüber zu schließen. Und dann sollte das eigentlich auch in einem Rutsch da weiterlaufen. Hier haben wir zwar auch noch ein Pivot, den achte ich jetzt aber irgendwie, für den finde ich irgendwie keinen Grund, warum da irgendwas passieren sollte, außer dass hier so die alten heiß sind, ja. Aber gut, könnte sein, dass ab hier auch nochmal ein Stück kurz runter geht, aber solange der dann halt die nächste Stundenkerze sich dort in der Range hält und solange die nicht nach unten gebrochen wird, behaupte ich auch, machen wir das da oben heute zu. Das Gap. So. Der DAX, hier irgendwie alles verschlafen heute hier im DAX. Vorhin den 30 Minuten Impuls, der wäre es natürlich gewesen, vorher noch davon gesprochen und dann durch zu viel Reden verpasst. Aber so ist das halt, macht ja nichts. Ich habe ja glücklicherweise noch ein Hauptkonto, wo die Position zumindest drauf ist. Und dort ist auch gerade schon die Pyramide rausgeflogen. Nutzt jetzt hier zwar nichts, aber letzten Endes geht es ja auch nicht nur darum, jetzt hier irgendwie unbedingt in der ersten Stunde da halt irgendwie drei Punkte mitzuschneiden, sondern eben auch einen Überblick zu behalten. Und wenn jemand Short war und daran geglaubt hat, der wusste zumindest halt jetzt, worauf es ankommen würde. Und das hat sich auch, glaube ich, ganz gut gezeigt gerade. Hier sehen wir wirklich schön, dass halt so dieser letzte Support einfach hier ordentlich abgeschossen wurde. Das sind mal eben hier, das sind 50 Punkte lange 5-Minuten-Kerze. Das ist nicht long, ne? Also solche Kerzen gibt es im Longmarkt nicht, ganz klar. Und deswegen bestätigt sich das hier auch für mich immer deutlicher, dass da oben einfach Feierabend ist, ja. Also dass wir da nichts mehr sehen über 13.329. Selbst wenn er nochmal versucht, das nach oben irgendwie halt rauszunehmen, mit diesem Tief, was wir jetzt hier hatten, glaube ich nicht dran, dass das gelingt. Von daher bin ich da mit meinem Short da momentan auch sehr entspannt mit der ganzen Short-Richtung. Ja, gibt es noch irgendwelche, gucken, ob hier noch Fragen sind? Ja, wir haben auch ganz viele Fragen hier zur Funktion des Stereo Traders. Da wollte ich mal da anknüpfen und dann darauf verweisen, dass wir auch im nächsten Jahr jeden Monat ein Helpdesk-Webinar machen werden mit dir zusammen. Natürlich dann auch alle Fragen dann auch im Vorfeld schon stellen kann, gerne per E-Mail. Ansonsten gerne unser Support anrufen, da helfen wir natürlich auch gerne weiter. Sie sehen ja, dass der Dirk da sich auch entsprechend konzentrieren muss und wir dann nicht auf einzelne Fragen vielleicht eingehen können. Da fragt jemand, gehst du wirklich short im DAX? Der Thorsten, wie ist denn die Frage gemeint? Also ich gehe nicht short im DAX. Ich bin short im DAX seit der 329 und auch schon seit zwei Tagen. Einmal musste ich sie auflösen, weil er über Nacht halt so einen Blödsinn gemacht hat, aber ich habe die gestern natürlich wieder eröffnet, weil der Overnight DAX, der ist für mich komplett irrelevant und es ist einfach nur, es hat, ja, wurde dann leider gekillt, die Position, aber macht ja nichts, die liegt ja mittlerweile hier mit all den Pyramiden brutal weit vorne. Aber wie ist die Frage gemeint, gehst du wirklich short im DAX? Also ich mal ganz grundsätzlich, ich erzähle ja hier nicht nur, sondern handle das ja halt auch, beziehungsweise ich habe ja halt auch eine Facebook-Gruppe, wo die ganzen Geschichten ja halt auch ständig gehandelt werden, also wo ich jeden Tag ja irgendwas dazu sage und auch mit klaren Entries und Exits, natürlich handle ich das, gar keine Frage, auch wenn das jetzt hier nur ein kleines Demo, also nicht Demokonto, aber ein Konto zu Demonstrationszwecken ist, ein kleines Konto mit kleinen Positionen, aber ich bin natürlich auch mit meinem richtigen Konto, klar, logisch, bin ich da short. So, und hier haben wir jetzt übrigens hier gerade meinen Short-Fill gehabt, erstmal sauber, mal gucken, ob es dabei bleibt. Ja, das war halt hier einfach nur mal der Versuch, aus der Range hier auszubrechen und das hier von unten nochmal zu knacken, das ist jetzt auch zufällig die 200. Also die Wohler kann sich echt ganz schön sehen lassen heute hier. Meine Güte, da ist richtig was los. Würden wir gerne mal beim NFP Live Trading mal haben. Ja, ne? Bei NFP dümpelt es immer nur 20 Punkte rum und heute geht hier echt der Punk ab. Ne? Mal gucken. Na gut, bei der Wohler ist natürlich der Stop ist natürlich jetzt brutal eng hier. Ne? Bin mit, was habe ich denn hier? 7 Punkte. Wo haben wir denn hier die Extension von der Range? Ja, die liegt schon wieder da oben. Das heißt,
Da wäre mein Nächster, wenn der es jetzt nicht schafft. Das wäre dann der alte S1. Das ist natürlich auch lustig. Oh, der hat hier mal kurz umgedreht. So, das heißt, der sollte jetzt, muss mal gucken, so rauskommen. 5 Minuten zwar nur, aber ein bisschen hochgeschlossen. So, der kann vielleicht noch mal bis hier hinlaufen, bis zu dem Anfang. Da würde dann der Trail einsetzen. Oder eben halt hier nur diese 192, 191 hatte ich sie genannt, ist ja egal. Die nochmal vielleicht kurz bestätigen. Ja, also es gibt schon Gegenwehr. Also es ist natürlich sehr recht, dass die schön tief stattfindet, die Gegenwehr. Und klar, ich meine, gibt es halt nochmal welche, die wollen das kaufen. Ist ja gar keine Frage, von daher. Und alles, was hier dann halt irgendwie abgeschossen wurde an Stops, ist dann halt tiefer nochmal rein. Von daher ist das schon legitim, was da halt passiert. Vielleicht eine kurze Info, was auch hier im Chat gefragt wurde, wie du jetzt eine Position von 0,5 eröffnen konntest. Wenn Sie bei Dirk jetzt links in die Marktübersicht mal schauen, da gibt es ein D30 Mini. Da können Sie auch 0, entsprechend CFD handeln. Ja? Steht auch hier drin, ne? Genau. D30 Mini. Und hat man hier, weiß ich, haben wir das gesehen, das war jetzt halt auch die Limit Pullback, ist ja halt mit nach oben gezogen worden gerade. Nochmal so ein paar Punkte, weil der Entry lag, glaube ich, hier an der Stelle, wo wir jetzt stehen. Und bin jetzt halt hier auch nochmal 7, 8 Punkte besser gefüllt worden. Ich habe es jetzt nicht genau beachtet, aber das sind ja auch eben genau solche Funktionen, um die es ja auch geht, wenn man eine entsprechend große Wohle hat, dass man eben den besseren Fill auch bekommt. Ne? Und den hatten wir jetzt hier auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nur mal gucken. So, hier, das ist halt typisch, ja. Also irgendwie so eine erstmal vermeintliche Ausbruchskerze. Mal gucken, ob die wirklich ausbricht. Und das ist natürlich nicht meine normale Positionsgröße, klar. Also wie gesagt, das ist halt hier nur ein quasi, also es ist ein Live-Konto, aber halt eben nur ein ganz kleines. So, was man jetzt eigentlich machen müsste, wenn man eine richtige Position hätte, das wäre jetzt zum Beispiel halt hier an dem Entscheidungspunkt, ja, wenn er da hinkommt, da sollte die Hälfte raus, weil entweder will er das jetzt bestätigen oder will nur nach unten fortsetzen, ja. So, nur mal gucken, ob die jetzt überhaupt richtig hier eingezeichnet waren, weil da muss man schon ein bisschen drauf achten. Naja, das High von der Kerze war hier. Na, der nimmt schon sehr genau, der DAX. Ne? Aber soweit erstmal gut. So ein bisschen plus die 203, das war ja halt auch ein Entscheidungspunkt, der ein bisschen größer gestrickt war. Den hatte ich nur gar nicht mehr auf dem Schirm, auch gestern schon nicht. Das ist das Tagestief von gestern hier jetzt auch. Die 203, ich weiß das natürlich auswendig, weil klar, wenn man so ein Ding handelt und dann weiß man das. Also wenn man es jeden Tag handelt, also 203, ohne jetzt hier nachzugucken, aber kann ich übrigens auch einzeichnen lassen hier, Vortageshoch und Tief. So, da sieht man es, brauche ich gar keine Linie malen. Mensch, ich habe doch den Stairshade, ich sollte da mal eigentlich selber drauf kommen, ja. So, hier steht auch Previous Day Low 201,8, ja, okay. Das ist in Ordnung, aber die eigentliche Marke ist trotzdem die 203 und die hat er nur gestern eben genau angetestet. So, kommt da irgendwie nichts mehr? Oder wie jetzt? Jetzt stelle ich doch mal nicht so an. So, und hier ist natürlich jetzt auch Stundenschluss, darum geht es immer. Wo schließt die Stundenkerze? Und hier versucht er jetzt natürlich über der 203 zu schließen. Deswegen fällt er da auch nicht freiwillig weg. Die Stunde ist auch nicht mehr lange hin. Und wenn das nicht gelingt, dann gehen wir weiter runter. Behaupte ich mal. So, außer schließt jetzt hier nochmal drüber, dann haben wir noch ein bisschen Schieberei zu erwarten, da oben rum. Aber ansonsten schließen wir jetzt hier unter 203. Dann kann das von mir aus nach unten gleich durchfallen. Von mir aus auch noch vor Weihnachten. Also da glaube ich zwar nicht dran, weil da einfach die Interessen auseinandergehen. Aber trotzdem erstmal ein Indiz für weiter Short, wenn wir da drunter jetzt schließen sollten. So, was ich vorhin sagen wollte, was man hier machen muss, ist oder sollte, ja, ist ein Teilverkauf, weil es besteht die Chance, dass wir jetzt halt hier oben drüber in der Stunde schließen und dass das hier nur ein Backtest ist von diesem Punkt. Und deswegen muss man da halt
Teil rauswerfen. Aber wie man sieht, ich bin halt hier echt schon wieder zu langsam, weil ich halt echt zu viel rede die ganze Zeit. Und das nervt mich jetzt langsam selber so ein bisschen, dass ich halt hier immer nur in der Theorie sage, was zu machen ist und dann selber nicht hinterherkomme mit Klicken. Ja, genau das. So, weil natürlich versucht jetzt darüber zu schließen. So, hier oben ist der nächste. 2,7, zack, drin. So, genau richtig erstmal. Reaktionspunkt. Man muss nur wissen, wo es zuckt. Mehr muss man gar nicht wissen. Der war auf jeden Fall jetzt sauber. Und diese Kerze hat nicht mehr zu tun, wie gesagt, als über 203 zu schließen. Das heißt, das ist dann genau hier. Andere Aufgabe hat die nicht. Und von daher, vielleicht funktioniert das jetzt ja mal ausnahmsweise hier. Euro Short kommt so ein bisschen ins Stocken, Euro Long. So, 203, das ist das Tief von gestern, entsprechend aber auch eben eine Marke, die schon länger existiert. Dort würde ich dann den Trail reinwerfen. Welche Einstellung hast du bei der Limit Pullback Order? Wir haben ja vorhin gesehen, bei Thorsten, der benutzt ja beim Euro, falls ich das richtig in Erinnerung habe, 2 Pips. Und du hast einen Punkt. Ja, genau, ein Punkt ist das nur, ja. So, gucken, ob ich hier was übersehen habe. Also, Punkt war genau richtig. Das waren sie heute ja alle. Also, die Punkte haben ja alle gestimmt. Ich war nur jedes Mal echt zu langsam hier. Aber die Entries waren alle sauber. So. Aber er hat keine Lust. Okay. So, 3-2. Das war irgendwo 100 Punkte rauf und runter. Was ist denn los heute? Das ist ja unglaublich. Ich glaube, man sieht, dass ich aus dem Skyping komme, ne? Entries alle sauber. Aber also wenn man dann versucht hat, größere Strecken dann jedes Mal mitzunehmen, statt halt die paar Punkte, um die es eigentlich beim Skyping geht, dann muss man halt einfach ein paar Mal ansetzen. Das ist dann halt so. Das ist ja unglaublich, was hier für eine Wohler an den Tag legt. Also, das ist unfassbar. Ja, vielleicht haben wir was verpasst und heute ist schon wieder NFP. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Also, auf jeden Fall ist da was los. So, Vortagespivot. Meine Güte. Noch 2 Minuten bis zur Stundenkerze. Was hatten wir da vor? Ja, grün schließen am liebsten, ne? So, ich mach den jetzt nochmal. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr Luft. Wo hier oben ist die Kassamarke. Wie gesagt, für meine Begriffe geht es hier eigentlich echt nur um die 203. Und sonst um gar nichts an der Stelle. Klar, das ist natürlich die erste Stunde, die erste Handelsstunde, versucht natürlich so einen riesen Hammer hier hinzuzimmern. Kann natürlich auch sein, dass das gelingt. Dann ist da schon noch ein bisschen mit mehr Gegenwehr dann auch zu rechnen, wenn das irgendwie kommen sollte. Das ist mal eine Kerze, ne? Das ist doch echt mal eine Kerze, meine Güte. Bin mal gespannt, wie die jetzt gleich schließt. 45 Sekunden kann ja viel passieren, das haben wir ja gerade schon gesehen hier. Deswegen immer schön, wenn man sowas vorher erkennt. Und dann halt aus ganz entspannter Distanz jetzt hier noch immer über 100 Punkte zugucken kann, was da unten passiert. Da ist natürlich schon nett. Oh, was habe ich denn da für eine Pipi-Position jetzt drin? Ja,
Das war eigentlich nur mein Teilverkauf. Ja, super. Das ist ja nicht mal die Hälfte von dem, was ich eigentlich jetzt hier, auch wenn es nur das kleine Konto ist, reintun wollte. So, Stunde um, nicht geschafft, in grün zu schließen. So, das heißt, typische Reaktion, das kann man jetzt ja machen, das tut ja nicht weh, die Position ist ja nur halb so groß. Da kann ich ja hier mal ein bisschen skalieren. Ist ja nicht mal halb so groß. Typisch wäre jetzt übrigens hier rein von der Price Action, wir haben hier eine Abwärtsbewegung, ja, auch wenn es ein Hammer ist, ja, es ist eine Abwärtsbewegung, gibt es nicht viel zu diskutieren und hat auch tiefer geschlossen. Typisch wäre jetzt halt zum Beispiel, dass die kurz nochmal vor der Eröffnung angetestet wird. Also die Eröffnung selber brauche ich gar nicht, also hier die Kassaeröffnung, ich mache mal hier den letzten Teil da rein, sondern kurz vor der Eröffnung, das wäre dann die Future-Eröffnung und dass dann die Bewegung nochmal nach unten bestätigt wird. Und was man dann eben ganz oft sieht, ist, läuft hier hin und läuft dann nochmal hier unten an den Schlusskurs mindestens, ja, das ist die Mindestbewegung. Und wenn es natürlich fortgesetzt wird, dann ist natürlich das Ziel unter dem Tief. Ja, das wäre natürlich jetzt hier 100 Punkte. Ist natürlich nicht so schlecht, wenn er die machen würde. Aber davon kann man nicht immer ausgehen. Also was man aber mindestens meistens hat bei solchen Bewegungen, also wo es halt ein neues Tief gab, also das war hier deutlich, auch wenn er jetzt nicht hier unter dem 8 Uhr Tief geschlossen hat, spielt aber keine Rolle. Aber eben was man mindestens hat, ist eben dann antesten kurz vor der Öffnung und dann halt eintesten von dem Schluss. Und dann kann man meistens auch in Ruhe entscheiden, wie man damit weiter umgeht. Oder macht dann einfach einen Teilverkauf. Jetzt ist das natürlich hier sehr kurz, aber bei langen Kerzen funktioniert es eigentlich relativ stressfrei. Sowas. So. Er hat jetzt über der 203 geschlossen. Von daher ist jetzt zum Beispiel auch denkbar, dass wir jetzt hier einfach einen Test kriegen von der 203, eben dann von oben. Und dass diese Bewegung dann halt im Anschluss kommt. So, 203 haben wir hier an der Stelle nochmal, das Vortagestief. Knapp drüber wäre der Stundenpivot. Und also vor solchen Kerzen darf man, finde ich, auch keine Angst haben. Ja, nur weil da irgendwie eine massive Aufwärtsbewegung war. Es ist trotzdem eine schwarze Kerze. Und die hat fast immer einen Impuls auch nach unten, auch wenn es nur ein paar Punkte sind. Würde man jetzt nur scalpen wollen, ja, jetzt bin ich wieder beim Wenn und Aber, aber ich bin auch wieder am Reden, könnte man jetzt hier schon draufdrücken, hätte jetzt hier schon den vierten oder fünften sauberen Entry gehabt, den ich, weil die waren ja wie gesagt alle sauber, auch der hier war in Ordnung, völlig. Und könnte auf den Knopf drücken und hätte schon wieder irgendwie 10 Punkte halt verdient. So, aber ich will halt hier auch versuchen, mal die Bewegungen halt komplett mitzumachen, die halt, von denen ich auch die ganze Zeit rede und nicht nur in der Theorie. Und deswegen versuche ich das halt auch hier auch mal jetzt zu erwischen und auch mal zu zeigen, wenn das macht, wie ich damit umgehen würde. Wir haben jetzt hier natürlich nochmal zwei Hürden. Das ist der Future Close von gestern und der Kassaschluss von gestern. Für meine Begriffe nach wie vor nicht relevant. Waren sie wohin ja auch nicht. Und weil wir halt nun mal hier in der Abwärtswelle mittendrin stecken, ja. Und relevanter ist da für mich dann eher schon die 203. Die kommt übrigens aus dem Bruch einer Aufwärtsbewegung. Da müsst ihr jetzt aber hier ein paar Tage zurückrudern. Das kriege ich jetzt hier nämlich dargestellt. Und deswegen hat die halt auch gestern funktioniert. Und auch natürlich, weil sie gestern funktioniert hat, das spielt sie natürlich heute auch nochmal eine Rolle. Und das hier liegt eigentlich nur dazwischen. Ja. Also mehr nicht. Deswegen gebe ich da jetzt erst einmal nichts drauf. Aber entscheidend ist ja halt die 147. Die war schon gut. Und es ist halt, wie gesagt, immer, finde ich, wichtig, halt nicht irgendwie alles voll zu ballern mit irgendwelchen Marken. Also man sieht ja, es gibt ja echt nur zwei Marken hier, die 191 und die 147. Und die letzte hat mit ein bisschen Übertreibung nicht mal 10 Punkte. 7 Punkte, 6 Punkte. Auch das Rennen hier gemacht. So, jetzt mal gucken. Da kommt er ein bisschen gekrabbelt. Das kann es natürlich hier zäh werden. Müssen auch gleich mal gucken, dass wir hier mal
zum Ende kommen langsam. Der Euro hat übrigens, das auch mal kurz zu zeigen, hat jetzt noch nicht hier drüber geschlossen. Das macht aber nichts. Sie hat ja noch den ganzen Tag Zeit, um seine 50 Pip da oben voll zu machen. Aber das ist erstmal soweit in Ordnung. Das passt schon. Gucken wir gerade, ob hier noch Fragen sind. Die 147 habe ich nicht verstanden. Was denn vollständiges V-Reversal? Ja, was ist der, also hier schreibt jemand, das wäre ein, würde ein vollständiges V-Reversal werden, also wenn das auf den DAX bezogen ist, auf die ganze Bewegung. Natürlich gibt es V-Reversals, ja. Die Frage ist aber immer, warum oder beziehungsweise woraus leite ich das her? Ich meine, wenn es nachher da ist und ich habe vorher gewürfelt, kann ich sagen, siehst du, ich habe gesagt, es wird ein V-Reversal, aber ich brauche ja einen Grund. Ich kann ja nicht einfach sagen, es wird das oder das. Ich sage ja auch hier nicht, wir beginnen jetzt die große Rezession und laufen auf 8.400, wobei das tatsächlich in der Tat mein Ziel wäre, ja, wenn das hier erstmal einsetzt. Aber ich brauche ja halt irgendwie einen Grund und warum das überhaupt für mich Short ist. Und das habe ich ja vorhin erklärt, halt hier mit diesem Paritätswechsel an der 13.329, dass wir dort halt einfach nur, dass der Backtest halt nur gefehlt hat und dass wir gebrochene Lows haben im Bereich von 12.900. Ja, also hier fehlt die Bestätigung, hier haben wir ein gebrochenes relatives Tief und das ist für mich jetzt erstmal der Grund. So, ich habe ja auch keine Glaskugel, ja, aber ich brauche ja Indizien, warum irgendwas plausibel ist. Mehr brauche ich ja nicht und die muss ich halt handeln und beziehungsweise letzten Endes muss ich noch nicht mal recht haben. Ich muss nur, und das sage ich halt auch immer wieder, ich muss ja nur in der Lage sein, meine Ideen in irgendeiner Form in Geld umzuwandeln. Das heißt, ich muss eigentlich nur rausfinden, um welche Punkte geht es eigentlich. Das ist das einzig Relevante, was ich können muss. Ob das dann jetzt aufgeht, weiß der Geier. Ja? Und bei einem V-Reversal, da wäre halt die Frage, wo ist denn die Spitze von dem V? Wo setze ich die denn an und warum? Hier kann ich aber ganz klar sagen, da oben ist auf jeden Fall mein Punkt, um den es geht, ja, weil halt hier einfach die Bestätigung gefehlt hat, wir gebrochene Tiefs haben, das da oben wird nicht einfach überlaufen. So, sowas kann ich handeln. Und würde ich nur 100 Punkte mitnehmen wollen, oder mittlerweile war ich ja schon fast 200 vorne, könnte ich schon längst auf den Knopf drücken, ja, und hätte auf jeden Fall Geld verdient. Aber die Frage, aber deswegen halt so solche Aussagen mit V-Reversal, ja, woraus leite ich das her? Ne? Also ich meine, es kann alles sein. Ich behaupte ja auch nicht irgendwie hier den Markt vorhersehen zu können. Also auch wenn ich halt ja vermutlich nicht so selten falsch liege. Aber es liegt nicht daran, weil ich halt irgendwie eine Glaskugel habe, sondern weil ich mir das Bild angucke und versuche halt irgendwie herauszufinden, worum geht's, um welche Punkte geht's, was könnte daraus werden. Und weil ich halt die Punkte gut erkenne, bin ich auch eigentlich in der Lage, also würde ich nur nach Trefferquote handeln. Ich glaube, ich wäre nah an der 100%. Also wenn es nur darum gehen würde. Aber ich versuche ja natürlich, Bewegungen halt mitzubekommen. Aber Trefferquote, wenn es immer darum ging, Punkte rauszufinden, um die es geht, 5, 6 Punkte mitzunehmen, es gibt fast keinen, der nicht funktioniert. Von den Punkten hat man hier jetzt auch gesehen. Ja. Also und deswegen aber immer die Frage, was will man? Ja, also wo will man hin und wie kann man das, was man halt irgendwie sieht, in Geld verwandeln. Nur darum geht es ja im Endeffekt. Geht nie um Recht haben und das ist total Quatsch. Also finde ich zumindest. So, hier sehen wir jetzt, da kommt noch eine Frage, auf die gehe ich gleich noch ein. So, hier sehen wir jetzt halt, ne, hier ist der Future Close von gestern. Gucken, wie es damit umgeht. Ich bin hier auf Stunde, ist ein bisschen grob. So, hier mal auf 5 Minuten. So. Da habe ich ja gesagt, halte ich erstmal für nicht so relevant. Also für den hat das schon mal gepasst. Jetzt mal gucken, was die Kassamarke noch macht. Das wäre jetzt noch eine Chance. Klar, kommen da immer ein paar Longs rein an der Stelle, aber ob das dann wirklich die sind, die halt hier den Markt bewegen, das sieht man dann nachher, wie die Reaktion dann eben ausgefallen ist. Und ich glaube, dass die eben anders handeln. So, jetzt mal gucken. Hier würde man dann jetzt einfach mal einen Trail anwerfen. Ja, den TA6 mit einem Punkt Abstand. Das sind wir knapp über der 203, ein paar Punkte drüber. Hier auch der Stundenpivot.
So, der wird auch ein bisschen reagieren, schiebt jetzt entweder direkt durch. Nö. So, aber wie gesagt, es geht um diesen Punkt hier, um nichts sonst. Nichts sonst ist relevant. Ich mache mal den Long weg. Das war ja nur ein Teilverkauf. So, und da haben wir auch wieder die Reaktion. Genauso sollte es sein. Mal gucken, ich habe hier nebenbei, muss ich ja zur Schande gestehen, noch mein Hauptkonto im Blick. Ich habe gerade gefragt, wo die Pyramide hin ist. So, ne? Das war jetzt, glaube ich, doch relativ eindeutig. Und das hat eben auch unter der Aufwärtsbewegung, und das meinte ich gerade, ja, man muss eigentlich nur wissen, worum geht es. So, ob das jetzt im kleinen Timeframe ist wie hier, wo halt man sonst vielleicht meinen könnte, ah, hier ist nochmal Kassastoß, da gehe ich mal long, oder Future-Stoß, gehe ich mal long, funktioniert ja immer. So funktioniert es aber halt, so funktioniert der Markt nicht. Ja, der Markt funktioniert anders. Und das war jetzt hier, glaube ich, auch ein ganz nettes Beispiel dafür. So, wäre ich halt hier auch wieder nur drauf ausgewiesen, auch hier nochmal zwei, drei Punkte rauszuschneiden, hätte ich den jetzt schon wieder. Und das wäre dann heute auch schon hier, glaube ich, der 6. oder 7. dann irgendwie in Folge. So, und was aber hier im kleinen Timeframe funktioniert, also ich habe zwar jetzt hier 5 Minuten auf, aber eigentlich sind wir hier in der Stunde unterwegs. Das ist eigentlich mein Timeframe. So. Und da habe ich vorhin gesagt, es geht darum, über dieser 203 zu schließen. Das ist der entscheidende Punkt, oder jetzt hier der 201, bei 202 meinetwegen. Das ist der entscheidende Punkt, das hat er gemacht. Und deswegen ist halt ein typischer Verlauf eben, und deswegen bin ich ja auch darauf gekommen, um das nochmal kurz zu erklären. Wir hatten eine Abwärtsbewegung, auf eine Abwärtsbewegung folgt normalerweise ein Impuls mit einer Abwärtsbewegung. So, und das ist Grund Nummer 1 für Short. Grund Nummer 2 für Short war an der Stelle, dass dieser Punkt überschritten wurde, und da wir einen Impuls haben, in der Regel in der Abwärtsbewegung, wäre das nächste plausible Ziel, den überschrittenen Punkt von oben zu bestätigen. So, was jetzt kommt, keine Ahnung. Ja, also muss ich halt ganz klar sagen, er wird jetzt hier, also ich meine, worum es halt geht, klar, es geht darum, diesen Punkt hier halt irgendwie zu verteidigen. Und ob das jetzt gelingt, das kann ich nicht sagen. Ja, also das weiß ich nicht. Und schöner wäre natürlich, wenn er hier einfach durchrutscht, aber das kann halt einfach auch noch den ganzen Tag dauern. Und vielleicht stehen wir heute Abend hier unten, oder vielleicht stehen wir auch ein paar Punkte höher und versucht noch die 288 da halt irgendwo mitzunehmen. Das sind jetzt für mich jetzt, gäbe es jetzt hier auch überhaupt gar keinen Grund mehr, noch irgendwas zu machen. Das ist das, was ich jetzt gesehen habe, was plausibel war. Und alles andere ist jetzt hier eigentlich Unsinn. Also da jetzt halt hier noch irgendwie sagen, ah, der fällt bestimmt weiter. Nee, der versucht es bestimmt nochmal. Keine Ahnung, ja. Ich muss nur die Punkte kennen, um die es geht. Und dort gehe ich dann rein und handle die Idee. Und entweder sie geht dann auf oder auch nicht. Aber hier jetzt noch irgendwas handeln, oder wie der weitere Verlauf am Tag sein wird, würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen wollen. Also tendenziell Short, weil wir nun mal eine Short-Bewegung haben, weil wir oben den Paritätswechsel bestätigt haben. Das heißt aber auch nicht, dass der hier nicht nochmal 30, 40 Punkte hoch kann, weil er vielleicht sogar 80 und dann nochmal irgendwie 100 fällt. Ja. Okay, so, dann war noch die Frage, die schnappe ich mir gerade noch, der Euro Long. Ich glaube, dann wären wir hier auch langsam durch. Wo ziehe ich den Stop im Euro nach? Ich würde den Euro hier vom Stop tendenziell erstmal überhaupt nicht ziehen, solange wir hier keinen Stundenschluss haben oberhalb von dem gestrigen Tageshoch, solange wir hier raus sind. Und ab da würde ich es automatisch machen. Das heißt, ich würde halt hier den PLH Peak nehmen mit 4 Punkten Abstand und würde den trailen lassen. So, den kann ich auch hier schon anwerfen, da passiert ja eh noch nichts gerade. Und der funktioniert in der Regel recht gut im Euro. Also damit komme ich halt meistens ziemlich weit. Im Maximum waren es letztens, glaube ich, mal irgendwie 200 Pip, die der da halt gelaufen ist am Stück. Weil er halt, der Ansatz ist ja der gleiche, ja. PLH Peak macht eben meistens, man kann auch PLH Close nehmen, ja. Das spielt eigentlich nicht viel Rolle beim Euro. Und der macht ja auch nichts anderes als, findet raus, wo gab es ein neues Hoch, wo wurde das überboten. Und hängt sich ja halt nicht ganz an die Ranges dran, das macht ja der Priax, sondern der PLH Peak, der
kommt schon ziemlich sauber halt in Kurzstrecken halt raus. Also Kurzstrecke wäre jetzt hier auf Stundenbasis irgendwie 60, 70 Pip. Das wäre Kurzstrecke. Das heißt, der sucht sich einfach nur die Kerze mit dem höchsten hoch und zieht den Stop im Abstand von den hier angegebenen 4 Pip unter dem Tief hinterher. Und das funktioniert meistens sehr, sehr sauber. Das heißt, ich muss hier jetzt gar nicht auch irgendwie großartig überlegen, sondern kann das dann drin lassen und habe den Rest vom Tag, muss ich mir gar keinen Kopf mehr machen. Ja. Von daher ist das alles völlig stressfrei an der Stelle. Das wäre die Art und Weise, wie ich jetzt hier den Stop nachziehen würde. Aber jetzt irgendwie ansonsten würde ich da gar nichts machen. Und das funktioniert in der Regel. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Die 13174, ob ich die nochmal herleiten kann. Moment. Ich gebe kurz den Trading Stop. Wenn ich einen Trade im M5 gemacht habe, kann ich den PLH Peak im H1 trailen. Ja, muss ja einfach nur umstellen, ne? Muss halt einfach auf die Stundenkerze halt wechseln und dann hat die einstellen. Sobald es dann da ist, ist halt hier angezeigt, die H1 dann eben für den Stundenchart. Also hält ich ja, seit ich habe die Frage falsch verstanden, dann bitte nochmal formulieren. Aber ansonsten gibt es ja da keinen Grund, warum nicht. Gibt es irgendwo eine Einführung für Laien im Stereo Trader? Es gibt hier zusammen mit FX Flat, gibt es auf YouTube diverse Webinare, unter anderem auch eine ganze Reihe. Ich glaube, 5 waren es, Nelson, oder waren es 7 oder wie viele waren das, die wir da gemacht haben? Ich weiß also, es gar nicht genau. Reine Einführung waren es 5 Webinare, aber wir haben ja auch ganz viele Helpdesk-Webinare, wo wir auch noch einiges besprochen haben. Also ja. Ich werde auch den Link zu der Seite, wo wir die Videos haben, auch jetzt in den Chat mal reinkopieren. Dann können Sie sich das gerne mal anschauen. Ja, also das ist auf jeden Fall alles im Detail halt erklärt. Und braucht man ein bisschen Sitzfleisch, aber es sind auch nicht zu lange die Webinare. Also man kann es aushalten. Es wäre über Weihnachten ja vielleicht gar nicht so schlecht. Dann die 13147, wo ich noch irgendwas gesehen habe. Nee. Moment, kann ich mit SteelTrade auch alle Funktionen der Orderart mit Range und Renko Bars handeln? Das sollte eigentlich gehen. Also es gibt ja Renko-Chart-Indikatoren, die man über Offline-Charts darstellen kann. Ich weiß einen, der es macht und der bei dem funktioniert es. Ich selber nutze es nicht, aber grundsätzlich ja. So, die 13147, ich erkläre sie nochmal. So, wo sind wir hier? Im Daily. Ne, Quatsch, das war der falsche. Ich brauche den Stundenchart dafür. Habe ich den hier nicht drauf? Ich mache mal hier kurz mal, schmeiß mal alles raus hier. So, dann gucken, ob ich das jetzt nochmal zusammenkriege. Im Übrigen war auch eine Frage zu deinen Linien. Du zeichnest ja die Bewegung nach, ob das der Zigzag-Indikator war oder ob du das selber einzeichnest. Nee, das habe ich jetzt gerade selber gemacht. Ich nutze den aber auch, den Zigzag-Indikator, also weil der eigentlich oft auch ganz, ganz nett funktioniert. Und aber ich fürchte, die kriege ich hier nicht mehr ganz dargestellt, die 13147. Und ich kann mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Screenshot habe, weil die natürlich auch schon ein paar Tage älter ist. Da sieht man es nämlich noch mal ein bisschen besser. In der Zeit, wo du suchst, vielleicht noch mal kurze Info. Das Webinar wird natürlich aufgezeichnet, wenn soweit alles klappt, dann auch so schnell wie möglich online gestellt. Und Sie finden das Video dann entsprechend bei uns auch auf der YouTube-Seite beziehungsweise bei uns im YouTube-Kanal. Und den Link, was ich jetzt in den Chat kopiert habe, da wird die Aufzeichnung auch zu finden sein. Ja, hier sieht man es vielleicht noch so ein bisschen besser. Das ist ein Screenshot von einer Analyse von vor ein paar Tagen. Sieht man nur leider auch nicht allzu viel drauf. Da kann man es aber noch mal ein bisschen deutlicher erkennen. Also, wir hatten halt hier erstmal einen Fehlausbruch über die 13147 bis zur 161. Und die hat nämlich einfach nur hier das letzte relative Hoch rausgenommen. So, und das heißt, grundsätzlich haben wir halt hier einen Ausbruchspunkt, ja.
und der überboten wurde und hier nochmal gerade angetestet wurde. Und zwar genau an der Stelle. Und das ist nicht genau das Hoch, sondern ist das untere Ende der Range, die sich davor gebildet hat. Das ist jetzt ein bisschen schwer im Nachhinein nochmal nachzuvollziehen, beziehungsweise zu verstehen oder da nochmal zu erklären, weil es auch schon ein paar Tage her ist. Aber es war halt eine alte Range, die 147. Die wurde halt dann hier mit einem Fehlausbruch, nachdem sie unterboten wurde, nochmal versucht. So, und dann hat die nach unten reagiert. Und anschließend gab es dann aber dann hier ein Gap auch oberhalb der 13147, wo ich morgens noch gesagt habe, wenn wir mit dem Gap über der 147 eröffnen, sollten wir direkt hochlaufen zur 329. Das war vorgestern, oder wann war das? So, das heißt, es generell ist es ein Ausbruchspunkt. Ein Ausbruchspunkt, wo einfach wahnsinnig viel Volumen in den Markt reingekommen ist. Und deswegen ist das natürlich relevant. Also ganz profan, da haben halt einfach ein paar Leute gesagt, ey, da pumpen wir jetzt mal richtig Kohle an der Stelle rein. So, und das ist einfach nur ein Punkt, wo viel Volumen entstanden ist. Und der Markt reagiert immer dort, wo viel Volumen auch in der Vergangenheit war. Das ist einfach ganz normal. Und das mal rein vor dem Hintergrund. Was jetzt halt markttechnisch hinzukommt, ist, dass wir halt einfach hier eine ganz kleine, fast ziemlich unscheinbare Welle halt eben auch haben an der Stelle. Und wir haben hier oben ein relatives Tief, das wäre das erste. Und das wäre das einfach nur das zweite relative Tief. Und das heißt, das ist ein ganz kleiner Trend einfach nur, beziehungsweise einfach nur so eine ganz kleine Trendgrenze. Und es geht ja darum, hier die Grenzen alle rauszubrechen. Das heißt, um Short, damit der wirklich schön weiter Short läuft, müssen die halt alle raus. Ja? Also der erste ist raus und die 147 wäre bereits die zweite. Und das Problem ist, wenn die zweite raus ist, die dritte, die liegt hier unten. Da sind wir nämlich schon wieder bei 13.000. Und deswegen sage ich halt eben auch, wenn die hier raus ist, also die, erstmal ist es halt hier ein Ausbruchspunkt, 147, wo Volumen entstanden ist. Zweitens ist es rein markttechnisch, wäre es hier ein relatives Tief, was unterschritten wurde. Und drittens, das nächste ist 150 Punkte tiefer. Und deswegen sage ich, wenn wir hier erstmal sind, ja, und vor allen Dingen jetzt halt hier irgendwie schließen auf Stunde, dann gehen meines Erachtens die Lichter aus. Und dann haben wir ganz schnell auch wieder eine 12 davor. Also so komme ich halt darauf, ja. Und ich muss immer wieder dazu sagen, das sind natürlich alles nur Ideen. Ob der das macht, kann kein Mensch sagen, auch ich nicht. Ja, ich muss nur, das sage ich halt echt immer wieder, ich muss nur erkennen, worum geht es, was passiert da gerade, warum gehe ich jetzt hier besser nicht long. Ja, auch wenn der von hier 60 Punkte hochzieht, man sich ja nachher bei seinen Long freuen kann. Für mich ist hier nichts long, überhaupt gar nichts. Also spätestens jetzt mit der Bewegung hier ist ja nichts mehr long, gar nichts mehr. Weil es halt einfach halt hier, sie wurde schon angeknackst, also der Punkt hier, ja, das ist nicht ganz genau 147, das ist halt ein bisschen höher. Das ist 159 und die 147 liegt eben drunter. Aber das wurde jetzt erstmal schon mal angeknackst, nachdem der erste gebrochen wurde, ist für mich ganz klar Tendenz runter. Und zwar von hier nochmal irgendwie 200 Punkte. Und was der aber trotzdem machen kann, das ist wieder dieses Paritätsding, genauso. Wir hatten hier oben eine Range, die ist gebrochen worden, hier an der Stelle mit dieser Kerze gestern. Und die beginnt bei 288. So. Und deswegen völlig legitim, wenn das versucht wird, wenn versucht wird, auch damit hier dieses relative Hoch dann auch rauszunehmen, ja. Wenn er da hinlaufen sollte, dann sollte er eigentlich relativ zügig dann auch nach unten reagieren. Also je nachdem, wie schnell er halt da hinläuft. Und deswegen, das kann er versuchen. Für wahrscheinlich 80 ist mittlerweile schon fast nicht mehr, ja, weil wir einfach schon viel zu tief hier runtergegangen sind. Da wäre eigentlich eher noch denkbar, dass er halt hier nochmal irgendwie knapp unter das hochläuft. Das ist hier bei 260, da haben wir auch den Pivotpunkt. Oder halt eben hier auch nur zu einer FIBO, dass er halt einfach hier drunter bleibt. Und dass diese Bewegung dann halt eher so, zeichne ich mal kurz hier ein. Ich meine, wenn sich das mal macht, dann wird das Bild immer so ein bisschen klarer, wenn man mal ein paar Linien einfach mal so malt. So, da sieht man es ja ein bisschen deutlicher. Hier, relatives Tief, neues Hoch, bam, durch. So, hier haben wir einen Bruchpunkt. Ja, die 7,7, das ist ganz klar. Das wäre jetzt so was ich als Breakpoint eben auch entsprechend bezeichnen würde. Damals hier ein Bruchpunkt, das kann er testen. Das wäre auch eine Verletzung von dem relativen Hoch hier an der Stelle.
Ist aber nicht schlimm, ja. Macht nichts, kann auch ein bisschen drüber. Das heißt, wir kriegen jetzt entweder das hier, zeige ich mal kurz ein, für meine Begriffe. Ja, das wäre jetzt halt denkbar. Dann haben wir auch hier so dieses fast V, ja. Wobei, dass das gelingt, wie gesagt, ich glaube es noch nicht. Und was hat vorhin jemand gemeint hat hier, sauberes V-Reversal, wäre es ja schon nicht mehr, ja. Weil wir haben halt hier eine Welle runter, es ist kein sauberes V mehr. Also das kann schon eigentlich nicht hinhauen. Wenn, dann wäre das schon eher merkwürdig, ja. Wenn ihr hier oben drüber geht, also das wäre für meine Begriffe Chaos, weil einmal halt hier gebrochen, bestätigt, runter, dann doch wieder drüber, Chaos oder seitwärts. Also nichts, was ich irgendwie gerne prognostizieren möchte. Und deswegen wäre halt eigentlich schön sauber, wäre halt sowas. Ja. Das wäre nett. So, der DAX ist zwar meistens nicht nett, aber das sowas wäre zum Beispiel halt eine nette Bewegung. So, dann haben wir hier halt auch gleich wieder die 100 und auch ein Pivot. Aus dem Vortag hätten wir dann an der Stelle dann auch noch, ich schiebe das hier ein bisschen rüber. So, das wäre jetzt zumindest eine Bewegung, wo ich sage, ja, das macht durchaus Sinn, ne? Und dann, weil das hier ist schon gebrochen und logischerweise, was heißt logischerweise, Logik gibt es nicht, aber konsequenterweise wäre dann als nächstes hier unten das dran. Ja, und dann sind wir halt dann eben schon wieder bei 13.000 irgendwas. So, und das ist dann so ein bisschen der letzte Haltepunkt, um den es dann noch geht. Die Runde 13.000. Mal wieder. Ja, das ist was halt denkbar ist, eben in Anbetracht dessen, was bisher passiert ist. So, ich glaube, das war jetzt aber dann verstanden mit der 147. Ne? So, okay. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht, außer dass ich mal einen Kaffee brauche hier. Und schon ganz trockenen Mund. Thorsten hat sich ja ein bisschen kürzer gefasst als ich, aber es ist ja auch ein bisschen was passiert hier im DAX. Aber ich glaube, an der Stelle war es das jetzt erstmal. Der Euro kommt noch nicht so in Fahrt, aber der stört mich jetzt nicht. Der ist soweit schon in Ordnung. Den fasse ich auch erstmal nicht an. Weiter, das passt schon. Okay, ja, von meiner Seite, wenn du nichts dagegen hast und auch nichts mehr. Wir haben ja tatsächlich auch 45 Minuten länger gemacht als gedacht. Von daher alles super. Echt? Ja. Krass, okay. Stimmt, schon halb elf. Mann. Ja, halb elf. Von daher bin ich auch super positiv überrascht und das freut mich sehr, dass wirklich noch so viele Teilnehmer anwesend sind und mit uns auch 2 Stunden und 45 Minuten durchgehalten haben. Vielen Dank an der Stelle. Gerne können wir hier natürlich auch beenden, damit die Aufzeichnung jetzt nicht ultra lang wird. Wird ja schon fast länger als der neue Star Wars Film. Ja, ne? Meine Festplatte ist schon knallrot, von daher. wir haben uns ja schon eigentlich bei den Teilnehmern verabschiedet, aber ja, ne? Machen wir dann nochmal. Sind ja heute auch ein paar mehr, auch ein paar Neuteilnehmer, was natürlich sehr erfreulich ist. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle an alle und natürlich an Dirk, an Thorsten, die heute hier auch das Webinar gehalten haben. Schön, dass du den Thorsten heute eingeladen hast. Und danke, dass Sie da waren, dass Sie teilgenommen haben und auch super aktiv waren. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für das komplette Jahr. Hoffentlich sehen wir uns, hören wir uns nächstes Jahr wieder. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Termine für nächstes Jahr geplant und auch bereits schon auf der Webseite. Ich wünsche Ihnen, jetzt kann man ja wirklich nur ein paar Tage vorher, kann man das wünschen, frohe Weihnachten. Feiern Sie schön mit der Familie, gibt es ja doch dann etwas Wichtigeres als Börse. Und kommen Sie gesund ins neue Jahr. Und würde mich freuen, Sie hier nochmal zu sehen, namentlich. Und Dirk, das wünsche ich dir natürlich auch, aber wir werden uns vielleicht noch wahrscheinlich noch sprechen. Von daher danke an der Stelle trotzdem. Und wie immer hast du das letzte Wort. Ja, auch von meiner Seite hat Spaß gemacht. Es waren ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, über 250 Leute heute hier im Webinar dabei. Das ist natürlich schon sehr viel. Und sind noch der Großteil ist sogar noch da. Und auch danke von meiner Seite für die Geduld und an der Stelle und wünsche natürlich auch
euch allen frohe Weihnachten mit eurer Familie, euren Freunden. Kommt mal ein bisschen runter, macht mal was anderes, schlaft mal aus. Das werde ich auf alle Fälle mal tun, weil das ist momentan so ein bisschen mein Hauptproblem, dass ich hier nicht zum Schlafen komme, so wirklich. Und ja, wünsche euch alles Gute, guten Rutsch natürlich auch ins neue Jahr. Viel Erfolg bei eurem Trading und sag einfach mal, bis zum nächsten Mal im Januar wird es, glaube ich, sein. Thorsten hat es ja vorhin auch schon gesagt. Und an der Stelle natürlich auch Dank an Thorsten, danke an FX Flat hier für das Webinar, dass es möglich war. Und jetzt ist, glaube ich, genug mit Danke. Jetzt mache ich mir einen Kaffee und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen, schönen Tag noch.